Herzlich willkommen zu Schlag den Raab. Live aus Köln. Und hier ist Ihr Spielleiter, Steven Gätchen. Nein. Guten Abend. Danke sehr. Schönen guten Abend. Sehr freundlich, danke. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schlag den Raab. Vor genau einem Monat hat Stefan Raab mal wieder unter Beweis gestellt, dass er der Mann ohne Nerven ist. In Spiel Nummer 15 kam es zur, würde ich mal sagen, dramatischsten Entscheidung in der Schlag den Raab-Geschichte. Und deshalb sind heute Abend auch 1,5 Millionen Euro im Jackpot. Fünf Kandidaten wollen dieses Geld gerne mit nach Hause nehmen. Sie entscheiden zu Hause, wer das sein soll. Das ist für die Kandidaten die Chance ihres Lebens. Und das klingt alles ganz einfach, wäre da nicht dieses klitzekleine Problem mit den Initialen S und R. Hallo Kinder. Hallo. Na, wen findet ihr denn so toll? Papa. Papa. Sonst noch wen? Meine Mama. Wisst ihr was? Wir wollten euch heute nämlich jemanden zeigen. Wen denn? Wen denn? Den hier. Habt ihr den schon mal gesehen? Nein. Das ist nämlich der tollste Mann der Welt. Boah. Der kann echt alles. Der fährt super Auto. Viel besser als euer Papa. Stimmt nicht. Doch. Und er kann auch noch ganz andere Sachen. Guck mal. Sowas hier. Und sowas. Und er hat immer gute Laune. Auch wenn er sich ganz toll anstrengt. Und der ist super schlau. Viel schlauer als Mama und Papa. Und der hat für heute ganz, ganz viel Geld gespart. 1,5 Millionen Euro. Cool. Und, wie findet ihr den? Der ist doch gar nicht echt. Soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Ja. Den gibt's nämlich doch in echt. Glaube ich nicht. Doch, sollen wir ihn mal rufen? Ja. Ja. Toller Mann, komm mal. Ihr müsst schon mitmachen. Tollermann, komm mal. Ich glaube, ich höre ihn schon. Hier ist der tollste Mann der Welt. Und der heißt natürlich Stefan Raab. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, hallo. Komm her. Jetzt eben gerade, was ist das für ein Gefühl, da oben zu stehen? Ja, das pusht ganz schön, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich froh, hier unten zu sein. Genau. Und jetzt pushst du dich aber hoffentlich auch zur Höchstleistung. Ich erkläre noch einmal ganz kurz für alle, wie das Punktesystem funktioniert. Wir haben ja 15 Spiele, die in ihrer Wertigkeit steigend sind. Das bedeutet, fürs erste Spiel gibt es einen Punkt, fürs zweite zwei, fürs dritte drei, fürs 15. 15. Also insgesamt verteilen wir 120 Punkte. Das bedeutet, der erste von euch beiden, der 61 Punkte oder mehr erspielt hat, gewinnt entweder und dann sind nächstes Mal 2 Millionen Euro im Jackpot oder geht als Millionär nach Hause. Das wäre reich. Alles klar? Ja, klar. Wunderbar. Wir setzen uns. Stefan und Reint, kommt bitte, hier ist dein Platz, Reint.
Sie können sich ja denken, 1,5 Millionen Euro sind eine Menge Geld. Da brauchen wir Aufsichtspersonal. Und das haben wir in Form von unserem Notar Dr. Richard Böhr. Der ist pünktlich aus seinem Urlaub wieder zurückgekommen. Herr Dr. Böhr, schönen guten Abend. Wo waren Sie? Schönen guten Abend, Herr Gätchen. Wir waren in Bangkok und in Thailand. Mensch. Ich habe geraten und er war wirklich im Urlaub. Aber Sie sehen gut aus. Sie sind auch vorbereitet, Sie freuen sich. Ich bin vorbereitet, freue mich wieder hier zu sein und auf die Sendung. Ich mich auch. Ich hoffe, nichts von Ihnen zu hören. Ich werde mal schauen, ob ich eingreifen muss. Gut, also Herr Dr. Böhr, viel Spaß. Kleiner Applaus für unseren Notar. Und für unseren nächsten Mann, da brauche ich natürlich kein Telefon, um mit ihm zu sprechen. Es ist unser Kommentator und ich kann ihn heute sehen. Guten Abend, Frank Buschmann. Schönen guten Abend hier aus der Sprecherkabine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich ja schon so ein bisschen, dass wir da ein Basketballtalent gegen Raab antreten haben. Der macht einen richtig fitten, austrainierten Eindruck. Nicht so ein Meister Propper, sondern ein ganz normaler Typ. Und da kann Stefan sich warm anziehen. Wobei, Raab arbeitet ja wieder kräftig am Nimbus der Unbesiegbarkeit, ist allerdings nervlich angeschlagen. Köln auf dem Relegationsplatz morgen in Mönchengladbach. Der ist fickerig wie sonst was. Aber er wird sich heute konzentrieren, ich bin mir ganz sicher. Viel Spaß. Vielen herzlichen Dank, Frank Buschmann. Und ich gehe einmal rüber zur Family Box. So, ihr seid alle, gehört zu rein, du bist? Ja, hallo, ich bin Daniela, die Freundin. Die Freundin? Ich bin Maike, ich bin die Schwester. Die Schwester und du? Felix, Kumpel. Felix, Kumpel. Was sagst du denn? Also bist du froh, dass er da jetzt sitzt? War er sehr nervös im Vorwege? Ja, schon so ein bisschen, aber jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Dir fällt ein Stein. Ja. Wir haben es ja gesehen, ihr habt ja auch trainiert zu Hause, ne? Also ja, reichlich. Wir haben schön geübt zusammen, auf jeden Fall. Gehst du davon aus, dass er das gut kann? Auf jeden Fall, er packt das. Als Schwesterherz, da kennt man ja auch so ein bisschen seine Macken. Was ist denn seine Macke? Also mir würde jetzt spontan nichts einfallen. Also sportlich ist er topfit und vom Kopf her definitiv auch. Du würdest ja auch nichts sagen. Ne? Natürlich nicht. Stefan in die Karten natürlich nicht. Gut, also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Drück auch die Daumen. So, und ich gehe mal wieder zurück. Also, Family and Friends da. Alles in bester Ordnung. Es geht um 1,5 Millionen Euro und der Kampf beginnt mit diesem Spiel. Gleiche, oder? Die Torwand. Ja, man muss sagen, in der letzten Show, wir wollten sie wieder zurückhaben. An Dramatik war das Finale ja nicht zu überbieten. Aber das, man muss mal zugeben, das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Ja? Das ist eine völlig andere Situation, ja, das klar. Jetzt am Anfang zu machen, als im letzten Spiel. Nach 6 Stunden. Ja, das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Ich weiß aber nicht, wozu das führt. Wir werden es sehen. Vielleicht flattern die Nerven, vielleicht auch nicht. Kommt beide mit her. Ich erkläre euch ganz kurz die Regeln. Im Prinzip wie beim letzten Mal. Ihr schießt abwechselnd auf diese Torwand nach dem Sudden-Death-Prinzip. Das bedeutet, wer trifft, während der andere verschießt, gewinnt das Spiel. Ihr habt pro Schuss 30 Sekunden Zeit. Die zählen wir auch rückwärts. Die werdet ihr auch akustisch hören, die letzten 5 Sekunden. Nur, dass ihr bereit seid. In diesem Fall entscheidet wieder die Münze. Wer beginnt? Stefan lacht die ganze Zeit. Ja, das ist so. Ja. Also, da ist die Münze. Ah. Und es ist rot und das ist in diesem Fall Reint, der beginnt. Du kannst dir den Ball da hinlegen, da ist die Markierung. Moment, ich muss 30 Sekunden danach, wenn er fertig ist, oder 30 Sekunden ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, wenn so du den jetzt Ball hingelegt hast. Moment, da muss ich mich erstmal etwas vorbereiten hier. Ich bin ja. Was heißt vorbereiten? Ich glaube, ich krempel mir mal die Buchse hoch zum Beispiel. Die Buchse? Solange du sie anlässt. Ja, Stefan Reint ist ja dran. Du kannst bitte zur Seite gehen. Okay. Kannst die Buchse noch höher machen? Wann fängt die Zeit an zu laufen? Also, das erste Spiel heißt die Torwand und beginnt jetzt. Also, Raab hat es angesprochen. Das ist natürlich eine ganz andere Situation jetzt in Spiel 1. Wiewohl, er muss natürlich erstmal seine Nervosität ablegen hier. Reint. Du hast nur noch 5 Sekunden Zeit. Ja.
Wie gesagt, Sudden Death. Stefan muss jetzt treffen. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob er wieder... Na, er läuft richtig an wie ein Fußballer. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist er der Lupfer. Noch 10 Sekunden. Und mit Verlaub, das war der beste Schuss von Stefan Raab der letzten 2 bis 3 Jahre. Das muss man deutlich sagen. So, reint damit. Jawohl. Und jetzt wirkt das alles so leicht, so locker, so spielerisch. Zumindest beim Kandidaten. So, das war schon eng. Das war schon eng. Aber glauben Sie mir daheim an den Bildschirm, wenn Sie jetzt über Alex nochmal lachen aus der letzten Sendung, wenn es am Ende ums Geld geht, wird das Loch deutlich kleiner. Jetzt fängt der auch an. Der dritte Treffer, Stefan muss auch treffen. Okay, wir versetzen die Marke. Und zwar gehen wir jetzt 2 Meter nach hinten. Also jetzt 7 Meter Distanz bis zu diesem winzigen Loch in der Torwand. So, ja, aber 7 Meter. Ja. Du bist ja gleich dran, Stefan. Eieiei. Erst kommt er rein. Es geht um 1,5 Millionen Euro. Ganz souverän rein. Der macht einen guten Eindruck hier. Dieses blöde Spiel hat er dann schon mal weg hier. Raab aus 7 Metern. Nein! Scheiße! Erstes Spiel. Ah, Gott. Wow. Da ging ja ganz schön die Pumpe, ne? Ja, aus 7 Metern ist schon ein bisschen anders. Da muss man halt drauflatschen. Ne? Ja. Was war das denn vorher? 2 Meter? 5 Meter. 5 Meter. Da kannst du halt locker schießen, wenn du Druck machen musst. Ja, ja, ja. Das erste Spiel. Wären wir beim letzten Mal auch weiter weggegangen, wenn es dazu gekommen wäre? Nee, ich glaube, um die Zeit hätten wir das auf der Weite gelassen. Wir schauen uns den Gesamtpunktestand nach Spiel 1 einmal an. Und Reint geht mit 1:0 in Führung. Und wir kommen zu Spiel 2 und das heißt so. Bundesländer und dafür bleiben wir hier am Pult. Folgendes müsst ihr machen. Gesucht ist immer ein Bundesland. Ich zähle euch nach und nach 10 Städte auf, die alle in diesem Bundesland liegen. Und ihr könnt jederzeit antworten. Wer drückt, hat für seine Antwort 5 Sekunden Zeit. Um seine Antwort zu geben, ist sie richtig, bekommt er einen Punkt, ist sie falsch, bekommt der Gegner einen Punkt und dieses Bundesland ist aus dem Spiel. Wer als erster von euch beiden 6 Punkte hat, gewinnt Spiel Nummer 2. Wir machen ein kurzes Beispiel. Das klärt sicherlich die meisten Fragen auf. Ja, okay. Ja, wollen wir mal gucken? Gut, also, welches Bundesland suchen wir? In welchem Bundesland liegen all diese Städte? Trostberg. Markt Redwitz, Schrobenhausen, Haßfurt, Kitzingen, Neuburg an der Donau, Bad Reichenhall, Stefan. Bayern. Du würdest in diesem Fall Bayern sagen. Wir zeigen ganz kurz, welche Städte wir noch dazu
aufgezählt hätten, Erlangen, Bayreuth und München, es wäre Bayern gewesen, dein erster Punkt. Es war nur ein Beispiel. Reint, Stefan, noch Fragen? Nein. Spiel 2 heißt Bundesländer und beginnt jetzt. In welchem Bundesland liegen all diese Städte? Oberkirch, Rheinstetten, Kehl, Albstadt, Ravensburg. Stefan. Baden-Württemberg. Aber du sagst Baden-Württemberg? Ja. Wir gucken uns die anderen Städte einmal kurz an. Göppingen, Hockenheim, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart, Baden-Württemberg ist richtig. Sollen wir noch mal einen Buzzer-Test machen? War jedenfalls deutlich. Also der erste Punkt für Stefan. Wir machen einmal ganz kurz einen Buzzer-Test. Einmal du, Stefan, hau mal rauf. Funktioniert. Okay. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz fahren. So ein bisschen verzögert. So, und jetzt du rein. Funktioniert auch. Auch noch mal kurz warten. Und dann machen wir direkt weiter. In welchem Bundesland liegen all diese Städte? Hemmingen. Bad Gandersheim. Löningen. Vechtal. Niedersachsen. Du sagst Niedersachsen. Wir gucken mal, welche Städte wir noch zur Auswahl gehabt hätten. Uelzen ist dabei. Richtig. Delmenhorst, Hannover, Niedersachsen ist richtig. Meine Frage. Können sich auch Bundesländer wiederholen? Ja. Können sich auch Bundesländer wiederholen? Könnte sein. Okay, alles klar. Könnte sein. In welchem Bundesland liegen all diese Städte? Steinhagen. Preußisch-Oldendorf. Hörstel. Warburg. Stefan. Nordrhein-Westfalen ist Warburg, glaube ich, noch. Okay. Wir gucken mal, welche Städte wir noch zur Auswahl gehabt hätten. Havixbeck, Witten, Paderborn, Wuppertal, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen. Stimmt. Zweiter Punkt für Stefan. Weiter geht's. In welchem Bundesland liegen all diese Städte? Möckmühl, Großbottwar, Steinheim an der Mur, Stutensee, Bad Dürrheim, Ludwigsburg, Sindelfing. Stefan. Das ist wieder Baden-Württemberg. Du sagst, es ist Baden-Württemberg. Ludwigsburg ist jedenfalls. Wir zeigen die restlichen Städte Ulm, Freiburg. Es ist Baden-Württemberg. Der dritte Punkt für Stefan. 6 braucht ihr, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir machen weiter. In welchem Bundesland liegen all diese Städte? Blankenburg. Staßfurt. Zerbst. Oschersleben. Aschersleben. Wernigerode. Stefan. Sachsen-Anhalt. Du sagst Sachsen-Anhalt. Ja, wir gucken nach, welche wir noch im Angebot hätten. Ist Sachsen-Anhalt. Magdeburg. Sachsen-Anhalt. Der vierte Punkt. In welchem Bundesland liegen all diese Städte? Eilenburg. Marienberg. Heidenau. Döbeln. Glashütte. Plauen. Stefan. Plauen ist Sachsen. Sachsen. Wir gucken mal. Ist Sachsen. Also, Riesa hatten wir noch, Sachsen. Zwickau, ja. Meißen, Chemnitz, es ist Sachsen. Ja. Stefan führt 5:1. Stefan, du brauchst noch eine richtige Antwort, um dieses Spiel für dich zu entscheiden. Wir machen weiter. In welchem Bundesland liegen all diese Städte? Friedrichsthal. Otzweiler. Merzig. Püttlingen. Blieskastel. Dillingen. Homburg. Neunkirchen.
Stefan. Saarland. Du sagst Saarland. Wenn das stimmt, hättest du das Spiel gewonnen. Wir gucken mal nach. Saarbrücken, Saarland ist richtig. Es gibt noch Spiel Nummer zwei. Es gibt noch ein Bad Homburg. Ja, aber souverän gewonnen. Ja. Wir schauen uns den Gesamtpunktestand einmal an. Nach Spiel 2. Stefan geht mit 2:1 in Führung. Und das, meine Damen und Herren, ist unser nächstes Spiel. Es heißt Speerwerfen und Sie können sich vorstellen, dass wir das nicht hier drinnen spielen werden, sondern wir zeigen Ihnen mal kurz, was wir dafür aufgebaut haben vor den Toren der Schlag, den Raab-Studios. Da sehen Sie es, unser Speerwerfstadion. Und ihr beide geht euch bitte schnell umziehen, Stefan und Reins. Gleich in Spiel 3 Speerwerfen. Bleiben Sie auf jeden Fall dran. Willkommen zurück bei Schlag den Raab. Momentan führt Stefan mit 2:1. Es geht um 1,5 Millionen Euro. Und wir haben uns für Spiel 3, das sich Speerwerfen nennt, nach draußen vor die Studiohallen bewegt und werden gleich loslegen. Bei mir ist jetzt Nicole. Sie ist die Schiedsrichterin und kommt vom Deutschen Leichtathletikverband. Schönen guten Abend. Außerdem Hallo. Dabei Sabine, Oliver und Jürgen. Und wir erklären euch ganz kurz, worum es hierbei geht. Jeder von euch hat 6 Versuche, den Speer zu werfen, immer abwechselnd. Und derjenige von euch beiden, der die weiteste Weite, nenne ich das Ganze jetzt mal, schafft, gewinnt dieses Spiel. Und Nicole erzählt euch jetzt, was ihr auf keinen Fall machen dürft. Genau, ihr dürft auf keinen Fall die Linie berühren beim Abwurf. Ah, noch nicht mal berühren? Noch nicht mal berühren. Okay, okay, okay. Also komplett davor. Okay. Das war's eigentlich. Das ist die einzige Regel, die ihr beachten müsst. Und der Speer muss nicht stecken oder so, der kann auch so reinfallen. Genau, das ist anders als normalerweise beim Speerwerfen. Wir messen da, wo die Metallspitze liegen bleibt. Okay, Reins? Ja. Das sind die Speere. Wo die liegen bleibt. Wo die liegen bleibt. Das heißt, er kann natürlich noch ein bisschen glitschen. Und da messen wir dann. Wo die Metallspitze liegen bleibt, nicht wo sie stecken bleibt. Und das ist der Speer, mit dem ihr gleich werfen müsst. Und ihr müsst den bitte in der Mitte, also hier an dem Griff festhalten. Nicht hier hinten, nicht weiter vorne, sondern das ist der Griffbereich. Okay. Und die sind alle gleich schwer? Die sind alle gleich schwer. Das sind Herrenspeere. Nicole, wie viel wiegen die ungefähr? 800 Gramm. 800 Gramm. Und wir entscheiden jetzt per Münzwurf. Ich habe natürlich eine Münze dabei für dich, Nicole. Hier irgendwo in meiner Tasche versteckt. Die schmeißen wir und die Farbe entscheidet, wer startet. Das war super geschmissen. Rot für Reint. Ihr dürft keinen Probewurf machen. Okay. Sondern es geht direkt los. Spiel 3 heißt Speerwerfen und Reint beginnt gleich nach diesem kurzen Spot. Da sind wir wieder und Reint wird den ersten Wurf machen. 6 Versuche habt ihr. Wer am weitesten wirft, gewinnt Spiel 3 Speerwerfen. Reint, legt bitte los. So, dann wollen wir mal schauen, was der Dozent so drauf hat. Es kommt auf den Armzug an. Es kommt viel aus der Schulter. Die Hüfte spielt eine große Rolle beim Speerwerfen. Das sieht schon mal von der Anlage, von der Stellung gut aus. Also ich sage jetzt einfach mal, nach diesem ersten Blick auf seine erste Stellung hier, das wird schwierig für Raab. Jetzt kommt es auf den Armzug an. Ja, es kam doch viel aus dem Oberarm. Das ist nicht ganz die richtige Technik. Es muss mehr aus dem Schulterbereich kommen. Das ist ja auch die neuralgische Stelle bei Speerwerfern. Da kommt zu viel aus dem Unterarm vor allem. Und auch nicht gut 26 angestellt. 26,10 Meter. Ja, da kann er sicherlich mehr. So, das ist natürlich jetzt ein erster Probeanlauf von Stefan Raab. Ich erinnere mich jetzt ganz spontan ans Diskuswerfen damals gegen unseren Freund, gegen Hans Martin. Der hatte das schon als gewonnen abgehakt und dann schraubte Raab einen raus. Jetzt sein erster Versuch. Also nur mit einer Wurfbewegung. Nee, oder? Oder? Weiter. Und der rutscht noch weiter und wir haben ja gesagt, das ist hier das Reglement.
Die Spitze wird gemessen, wo sie liegen bleibt, nicht wo sie sich in den Rasen bohrt. Und der ist weiter. Der 30 Meter 13. Das ist doch nicht zu glauben, der Fuchs. Hinterher wird er sagen, ich habe das genau berechnet, dass der Speer noch ein bisschen rutscht. Und alle werden sagen, Quatsch. So, und jetzt bin ich gespannt auf Rhein. Zweiter Versuch. Richtigen Schrittrhythmus finden. Und dann, wie gesagt, aus der Schulter, mit der Hüfte arbeiten. Nee. Es kommt dann zu viel nur aus dem Arm. Der aktuelle Speerwurf-Weltmeister kommt übrigens aus Deutschland, Matthias De Zardo in der GU. 25,97 Meter. Letztes Jahr Gold gewonnen. Wenn einer der beiden hier heute so weit werfen würde, dann ging es über die 80, weit über die 80 Meter. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich. Zweiter Versuch, Raab. Was macht er diesmal? Das war laut. Und wieder rutscht der Speer an die 30 Meter ran. Es dürfte keine Verbesserung sein. Er wird bei seinen knapp über 30 stehen bleiben. Noch einmal. 29,66. Ja, es zählt der beste Versuch am Ende. So wie das eben in der Leichtathletik beim Speerwerfen ist. Also es stehen die 30,13 von Raab. Das sind gut 4 Meter mehr als seine Bestleistung bisher hier reint. Nee, das ist deutlich drunter. Ja, es ist dann zu sehr eine reine Wurfbewegung. 24,97. Also es geht stetig bergab bei Reint. Und was hat Raab noch drauf? Oh, der ist gut. Das ist um die 31 Meter. Und jetzt hat er sich ein bisschen das Knie verdreht, glaube ich. Aber erstmal hier schraubt er sich den raus. Und 31,71. Ja, also fast 32 Meter, weil er eben auch immer wieder es schafft, dass der Speer da noch ein Stück nach vorne rutscht. Wobei man auch sagen muss, auch die Einstichstelle, wo der Speer den Rasen durchbohrt, ist immer deutlich weiter als bisher bei Rhein. Da muss jetzt was kommen. 1,5 Millionen Euro. Na, wenn das kein Ziel ist. Und jetzt muss zukommen. Also er ist da bisher deutlich unterlegen. Stellt den Speer auch etwas zu steil an und dann fällt das Ding runter. 24,69. Raab, du bist ein Teufelskerl. Das ist wirklich unglaublich. So, er hat da Probleme mit dem rechten Knie. Warte mal kurz. So, was ist da jetzt passiert? Was ist los? 25,97. Hast du was gezerrt oder was verdreht? So, wir gucken uns das einmal ganz kurz an. Rein, mach auch noch mal kurz Pause. Ja. Bist du umgeknickt? Nee, das ist nie so hinterhergezogen beim... Achso, beim Wurf? Ja, es sah so aus, als sei das bei der Stemmbewegung passiert, dass er sich da leicht was reingeschossen hat. Alter, das ist hier... Ganz locker. Ist ein Schluck trinken? Tut das weh in der Mitte? Hier? Es tut gerade permanent weh, aber es ist nicht dramatisch, glaube ich. Also ich vermute, also es hört sich nicht wie was Gebrochenes an. Aber es ist vielleicht irgendwie... Sollen wir das Bandschmerzen, tapen? Dass das da ist, ne? Hast du schon mal probiert mit dem Knie? Warte mal, komm mal her.
Mal gucken, wie es beim Laufen ist. Ah, das ist beim Versuch davor, war das hat's auch schon leicht geknappt. Nein. Willst du es mal kühlen? Nein. Vorsicht. Ja. Nee, weißt du, Stefan, du setzt jetzt mal ganz, du setzt mal aus und setzt dich vielleicht irgendwie mal hin. Rein, du darfst natürlich deine Versuche noch machen. Das ist jetzt leider. Haben wir vielleicht irgendwas? Genau. Also, Stefan wird medizinisch jetzt erstmal versorgt. Wir hoffen, dass da nichts Dramatisches passiert ist. Wie bitte? Das war dein vierter Versuch. Aber also kannst du ja theoretischerweise eigentlich entspannen. So, also er hat natürlich Stefan alle Möglichkeiten, da jetzt abzuwarten. Rein, genau. Nicht, dass dir auch noch was passiert. Schnürsenkel, welche Schuhgröße? 48,5. Ja. Skischuhe. So. Also das Rein, ist natürlich regelkonform. Okay? Du darfst jetzt nochmal auf jeden Fall deine Versuche machen. Und Raab kann sich das im Grunde in aller Ruhe anschauen mit seinen knapp 32 Metern. Da war Reint nicht in der Nähe bisher. Und wie sehr hat ihn das abgelenkt, diese Verletzungsunterbrechung nach dem vierten Versuch von Raab. Aber er kann natürlich ganz normal weitermachen. So ist das Reglement klar. Also schafft das jetzt Zug da reinzubekommen. Nee, also auch das deutlich unter der Raabweite. Und da muss Stefan ja überhaupt nichts riskieren, solange Reint nicht mal ansatzweise in die Nähe kommt. 25,35. Also für dich nochmal, Reint, es gilt, die Weite zu schlagen von 31 Metern und ein paar zerquetschten. Das hat Stefan vorgelegt. Das ist jetzt dein letzter Versuch. Du kannst dir ruhig auch ein bisschen Zeit jetzt ganz kurz nehmen, ne? Das, wir wollen dich jetzt nicht hetzen. Noch einmal ganz kurz. Kann ich ein bisschen mehr anlauf, oder? Mit der Schuhgröße. Gegen der Schuhgröße. Also ich würde gern, ja, nimm ein bisschen, genau. Da ist okay. So, nicht, dass der jetzt noch stolpert beim Anlauf. Warte mal ganz. Okay, also, ich höre jetzt gerade noch einmal, du musst auf jeden Fall auf dem Rasen so bleiben. Ja. Ja, wunderbar. Also, so schwer verletzt kann Stefan nicht sein. Er achtet mit Argusaugen darauf, was hier passiert. Also, Reint, bitte im Feld, Minimum ein Fuß, dein letzter und sechster Versuch. Komm. Oh, der rutscht noch über die 30, aber es reicht nicht. Raab gewinnt mit Verletzung. Trotz Verletzung, wie auch immer, Speerwerfen. Also das ist 30, klar. 30,49. 30,49, das hat nicht gereicht. Keine Ahnung, stehen geht's. Aber sobald ich starte, so, klickt da. Stefan, wie sieht's aus? Ist ja, stehen geht, wenn ich, sobald ich starte, klickt da irgendwas raus. Der, okay, du bleibst mal ganz entspannt stehen. Der Doktor sagt, es handelt sich um den Meniskus. Um den Meniskus? Ja. Okay. Also stehen kann ich. Erst einmal, du hast ja das Speerwerfen gewonnen. Ja. Wir schauen uns jetzt mal den Punktestand an nach diesem Spiel. Stefan geht also mit 5:1 in Führung. Und das ist unser nächstes Spiel. Cross-Verfolgung und Stefan, das ist ein Spiel, was du sehr wahrscheinlich nicht spielen werden kannst, weil es geht ums Mountainbike-Fahrradfahren. Ich würde mal sagen, mit dem Knie solltest du das auf keinen Fall machen. Nein, das geht nicht. Das bedeutet aber leider im Umkehrschluss, dass du diese Punkte verlierst und die gehen automatisch an Reint. Das bedeutet, nach Spiel 4 sieht dann unser Punktestand so aus. Ja.
5:5 unentschieden. Spiel 4 konnten wir leider nicht machen, weil Stefan sich eben gerade beim Speerwerfen verletzt hat. Die Punkte gingen an Reint. Es steht momentan 5:5 bei Schlag den Raab. 1,5 Millionen Euro Speerwerfen hast auf jeden Fall du gewonnen, Stefan. Das werde ich dir nicht nehmen. Es geht heute um eine Menge. Wir werden gleich mal checken, wie es Stefan gesundheitlich geht. Spiel 6 steht an. Wir hoffen, wir können weitermachen und sehen uns gleich wieder nach dieser Werbung mit Reint und natürlich auch mit Stefan. Meine Damen und Herren, wir sind immer noch bei Schlag den Raab und wir warten jetzt auf unsere beiden Veteranen. Der eine humpelt rein, der andere geht stolzen Ganges. Großen Applaus bitte noch einmal für Stefan und auch für Reint. Komm mal her, alles gut? Ja. So, setz euch bitte hin. Stefan. Vielleicht nochmal für all diejenigen, die jetzt zugeschaltet haben, eben beim Speerwerfen. Du hast es gemerkt, was ist passiert? Ich habe es schon bei meinem vorletzten Durchgang gemerkt, da hat es an der Seite gezogen, dadurch, dass ich da ziemlich tief war und das Bein so nachgezogen habe. Wir zeigen nochmal die Slow-Mo, guck mal, da siehst du es. Ja, da sieht man aber nicht das Bein. Nee, da siehst du nicht das Bein, aber du hast es hinterhergezogen und bist da weggeknickt. Ja, sehr tief und dann habe ich das hinterhergezogen. Offensichtlich, der Doktor sagt, es sei ein... hat mit dem Innenband und Meniskus zu tun. Genauer kann man das erst sagen, wenn das in einem Kernspinn festgestellt wurde. Aber man muss dazu sagen, du hast das Speerwerfen trotzdem gewonnen. Gott sei Dank. Ja, mit 31 Metern und ein paar zerquetschten. Aber weil das zweite Spiel Crossverfolgung hieß und es ging darum, in einem Parcours mit Mountainbikes hintereinander herzujagen, und das konnte Stefan natürlich aus offensichtlichen und sichtbaren Gründen nicht machen, hat Reint die Punkte bekommen. Es steht momentan also 5:5. Und wir machen direkt weiter. Und das ist unser Spiel, um bei der Zahl zu bleiben, Nummer 5. Es heißt Marienkäfer. Stefan, und dafür brauchst du deine Knie nicht. Dafür kannst du dich entspannt hinsetzen, den Buzzer betätigen, genauso wie du auch, Reint, denn wir spielen es am Pult. Folgendes müsst ihr gleich tun. Ihr seht gleich immer ein paar niedliche, krabbelnde Marienkäfer mit Punkten auf dem Rücken. Ihr müsst bitte die Punkte aller Marienkäfer zusammenzuzählen. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort abzugeben. Bei richtiger Antwort bekommt er einen Punkt, bei einer falschen Antwort oder keiner Antwort innerhalb dieser 5 Sekunden bekommt der Gegner den Punkt und die Aufgabe ist aus dem Spiel. Wer als erster von euch 5 Punkte hat, gewinnt Spiel Nummer 5 mit dem Namen Marienkäfer. Vielleicht als kleine Angabe noch zusätzlich, pro Bahn gibt es immer nur einen Marienkäfer, der läuft mal kurz raus, kommt aber auf der gleichen Bahn auch wieder zurück ins Bild. Ein Beispiel wird wie immer alle Fragen klären. Guckt mal ganz genau hin. Wie viele Punkte haben diese Marienkäfer zusammen? Reint. 15. Du sagst 15. Und wir gucken mal nach, ob das korrekt ist. Kann sein. 2, 5, 5 und 3 macht zusammen 15. Das war aber ein Beispiel. Jetzt geht es erst los. Ihr müsst 5 Punkte erspielen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und Spiel 5 heißt Marienkäfer und beginnt jetzt. Wie viele Punkte haben diese Marienkäfer zusammen? Stefan. 22. Du sagst 22. Wir schauen mal, ob das richtig ist. 6, 5, 7, 4, yes. 22. Erster Punkt für Stefan. Weiter geht's. Wie viele Punkte haben diese Marienkäfer zusammen?
Stefan. 22. Du sagst nochmal 22. Ja. Wir schauen mal, ob du wieder richtig liegst. 3, 8, 2, 2, 7. Wie viele insgesamt Punkte braucht man? 5. Insgesamt braucht ihr 5 Punkte, um dieses Spiel zu gewinnen. Stefan führt 2-0. Wie viele Punkte haben diese Marienkäfer zusammen? 20. Stefan. 20. Nee, mehr. Du sagst 20. Oder ich habe eine Reihe vergessen, das kann natürlich auch sein. Wir gucken mal nach. Das wäre natürlich nicht gut. 3, 6, 6, 3, 4, 2. Siehste, ich habe die Viererreihe vergessen. Scheiße. Also, 24 waren es, das wäre der erste Punkt in diesem Fall für Reint. Wie viele Punkte haben diese Marienkäfer zusammen? 33. Du sagst 33. Wir gucken nach. Hier sind sie, unsere niedlichen Marienkäfer. Mit 8, 4, 5, 5, 4 und 5 Punkten. 31. Insgesamt, du hast 33 gesagt. Das heißt, das ist ein Punkt für Stefan. Weiter geht's. Wie viele Punkte haben diese Marienkäfer zusammen? 43? Du sagst 43? Ja, kann sein. Stefan sagt, kann sein. Und 35. Wir klären auf, ob es wirklich 43 sind. Ich glaube, der letzte hatte. Hier sehen wir sie. 6, 8, 7, 6, 8, 9. Um einen verzählt. Ich hatte beinahe gedrückt und hatte. Das ist der vierte Punkt für Stefan. Stefan, du brauchst 5, um dieses Spiel zu gewinnen. Wie viele Punkte haben diese Marienkäfer zusammen? 30. Du sagst 30. Also, kann sein. Wenn du falsch liegst, dann bekommt Stefan seinen letzten fünften Punkt. Der hatte irgendwie 7. Solltest du 23. richtig liegen, ja, schließt du auf und wir klären das Ganze auf. Hier sind die Marienkäfer. 7, 2, 3, 4, 7, 7, 30. Der zweite Punkt für Reint. Bei Stefan fehlt nach wie vor nur noch ein Punkt. Wie viele Punkte haben aber diese Marienkäfer zusammen? 20. 20, nee, sagst du? Mehr. Das habe ich eine Reihe von. Mindestens 26. Wir schauen mal nach. Das wäre der fünfte Punkt für Stefan, wenn du falsch liegst. Und er gewinnt dieses Spiel. 2, 7, 4, 3, 6, 5, 27. Schade, Reint. Leider falsch. Der fünfte 27. Punkt für Stefan. Und wir schauen mal nach, wie es jetzt insgesamt aussieht. Hast du eine Reihe vergessen gerade? Ja, klar. Da ist immer schwierig, sich zu kommen irgendwo raus. Und dann musst du dir merken, dass ich auf der Reihe dir den schon gemerkt hast. Das ist nicht einfach. Stefan geht mit 10-5 in Führung. Und wir machen weiter mit Spiel 6. Und das heißt die Kugel und wird da gerade reingerollt. Auch das spielen wir hier im Studio. Stefan, alles okay? Gehen. Brauchst du ein Taschentuch? Du brauchst ein Taschentuch? Ja. Kriegst du gleich, bestimmt? Brauchst du es vor dem Regel erklären oder nach dem Regel erklären? Ist mir egal, so lange halte ich es nur durch. Okay, dann kommt trotzdem mal, komm mit hierher, okay, da kommt das Taschentuch. Willst du deinen Stuhl da haben? Geht, stehen geht. Du bleibst stehen. Langsam stehen. Kriegst trotzdem geht. Stuhl. Reint und Stefan, ich erkläre euch Spiel Nummer 6, wie es funktioniert. Ihr müsst diese Metallkugel über diese beiden Stangen, die ihr bewegen könnt,
in die höchstmögliche Lochzahl treffen. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ihr habt abwechselnd 10 Versuche. Pro Versuch habt ihr bitte eine Minute Zeit. Die letzten 30 Sekunden zeigen wir euch an, die letzten 10 bzw. 5 akustisch. Wer nach 10 Versuchen insgesamt mehr Punkte hat, gewinnt dieses Spiel. Verstanden? Ja. Ihr dürft nicht ausprobieren, es geht direkt los. Aber wofür braucht man eine Minute Zeit? Achso, der kann mal so lange... Du kannst ja diese Stangen auseinanderziehen und kannst sie nach vorne rollen lassen und dann wieder nach hinten. Ne? Okay. Und wenn sie zurückrollt, dann kann ich trotzdem weitermachen. Genau. Ist nicht der Versuch gegessen. Wenn sie runterfällt, war das der Versuch. Okay, die Münze entscheidet wie immer, wer von euch beiden beginnt. Rot für unseren Herausforderer heute Abend rein. Eine Minute. Eine Minute hast du Zeit. Spiel Nummer 6 heißt die Kugel und beginnt jetzt, und zwar mit Reis. Drei. Jetzt bin ich dran? Jetzt bist du dran. Ja. So. Dann durchaus ein Geschicklichkeitsspiel nennen. Das müsste für Rat machbar sein. Also wahrscheinlich eine Meniskusverletzung, aber mit dem Knie wird er diese Stangen nicht bewegen. Die Punkte werden addiert, ja? Die Punkte werden addiert, aller 10 Versuche. Nee. Knappe Führung für Raab nach dem ersten Versuch. Ich pack sie da wieder. Und vielleicht noch ein Wort zu Reint, für den es hier um 1,5 Millionen Euro geht. Das ist natürlich, man kennt das aus dem Sport, keine einfache Situation, wenn der Gegner angeschlagen ist, verletzt ist. Wie geht man damit um? Ganz einfach, weiter Vollgas geben. Wieder in die 3, wie auch im ersten Versuch, also 6 Punkte jetzt nach 2 Versuchen. Hier sehen wir nochmal, wie die Kugel über die Stangen läuft und dann ins Loch mit der 3 fällt. Du kannst sofort loslegen, wenn du möchtest. So, schafft Raab sich noch ein weiteres Pelsterchen. Oh, das war stark. Die 5. 9 zu 6 Führung nach 2 Versuchen für Stefan Raab. Noch einmal für alle, die später dazukommen, Raab mit Knieproblemen, die er sich beim Speerwerfen zugezogen hat. Jetzt wieder Reint. Es wirkt fast so, als wollte er die Kugel zerschneiden. Noch Zeit, kann noch mal Schwung nehmen. Also da muss man einmal den Dreh raus haben, dass die Kugel etwas schneller läuft. Das reicht ihm noch nicht. Er braucht jetzt auch höhere Punktzahlen. Oh. Die 1. Das heißt, Raab kann jetzt wirklich schon, wenn er wieder eine 4 oder 5 macht. Er führt 9 zu 7, hat aber noch diesen Versuch. Hat ein bisschen Glück, dass die Kugel da noch ins Loch läuft, denn etwas zu früh geöffnet. Dein 4. von 10. Und bei Reint ist die Nervosität wirklich an den Fingern abzulesen. Was hektischer in den Bewegungen als Raab. Den Kniff noch nicht raus, wie er etwas Schwung dahinter bekommt jetzt. Ah!
Ist das dann 0? Noch etwas früher losgelassen und durchfallen lassen, als Raab das vorher getan hat. Und da die Kugel hier das Holzbrett verlässt, hier ist das eben ein Nuller. Und nächste dicke Gelegenheit für Raab hier, ordentlich Punkte dazwischen zu legen. Klasse Ausbeute bisher, 14 von 15 möglichen. 3, das ist, reicht ihm nicht. Zeit? Alles noch gut? Ja, nimmt die 4 auf Nummer sicher und damit hat er 11 Punkte Vorsprung nach 4 Durchgängen. Das ist noch nicht gelaufen für Reint, aber jetzt muss er, ja sorry, die Nervosität einfach ein bisschen ablegen. Ganz ruhig, als wenn es um nichts ginge. Ist nicht ganz der Fall, aber... Ja, er braucht natürlich jetzt hohe Punktzahlen, klar. Die 1. Ja, fast ein bemitleidender Blick von Raab. Davon sollte sich Reint nicht einlullen lassen. Ist gar nicht seine Art. Ja! Also das hat er richtig gut raus. Das hat er gut raus. 5. Sollte vielleicht nicht zu viel schreien. Man hat fast das Gefühl, wenn man Raab beobachtet nach seinen Versuchen, bei jedem Schrei fährt es ins Knie. 23 zu 8. Wir haben die Hälfte aller Durchgänge für beide Kandidaten absolviert. Glasklare Führung für Stefan Raab. Ja, da war er zu gierig. Da war er zu gierig. Denn die 4 war drin. Klar, aber lieber erstmal 4 nehmen. Hier, da lässt er, kann er fallen lassen. Dann ist er gierig und das Ding hat nicht genug Schwung und weg ist es. Der ist auch gierig. 3 will er nicht. Klar. Ich habe ja noch Zeit. Komm, 4 nehmen wir. 4. 27 zu 8, momentan die Führung von Stefan. Tja, Reint wirkt tatsächlich beeindruckt. Jetzt muss er gierig sein, jetzt kann er nicht mehr anders. Ja, und den wollte er nochmal zurücklaufen 3. lassen, drückt etwas zu spät zusammen. 3 Punkte, aber das reicht natürlich bei weitem nicht, um hier in Schlagdistanz zu kommen. Und ich rechne mal ganz schnell, Freunde, und ich sag euch eins. Das ist schon gelaufen. Ja, echt? Das ist schon gelaufen. Einen mache ich noch. Ja, aber es ist schon. Ja, jetzt hat er. Das ist das Kind im Manne. Null. Aber es ist schon gelaufen. Wenn der Druck raus ist. Ja. Wenn der Druck raus ist, dann ist. Komm beide mit zurück. Nein, auch du. Komm mit zurück. Mann, Mann, Mann. Aber das ist immer so, ne? Das ist. Wenn der Druck raus ist, dann bist du auf einmal läppsch. Das ist echt. Ja, aber das war nicht einfach, dieses Spiel. Auch wenn es immer so einfach aussieht und klingt. Wir schauen uns mal an, was das für den Gesamtpunktestand bedeutet. Stefan führt mit 16 zu 5 Punkten. Und falls Sie es noch nicht wissen, Stefan hat sich vorhin verletzt, aber kämpft weiter. Für Reint geht es heute Abend um 1,5 Millionen Euro. Und gleich geht es hier weiter mit Spiel Nummer 7. Der Kampf um 1,5 Millionen Euro. Gleich nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Schlag den Raab. Stefan gegen unseren Sportdoktoranden Reint.
Es geht heute Abend um 1,5 Millionen Euro. Und momentan führt Stefan mit 16 zu 5 Punkten. Das kann sich aber alles relativ schnell ändern, sogar schon mit dem nächsten Spiel. Und das heißt Puzzle, und dafür müsst ihr beiden euch bitte erheben, und wir gehen einmal hinter dieses Tor, wenn es sich öffnet. Stefan, du kommst hinterher. Jo, 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 jo. Da haben wir es aufgebaut. Und ihr beide nehmt bitte Platz. Stefan auf dem blauen, Reint auf dem roten Stuhl. Noch nichts anfassen, ich erkläre es euch erstmal. Spiel Nummer 7. Ihr habt beide ein 30-Teile-Puzzle vor euch mit dem gleichen Motiv, und das sieht so aus. Stefans Lieblingsmotiv, das hat er als Poster auch zu Hause hängen. Was? So? Sehen wir gleich? Nee. Da. Och, wie süß. Och, wie süß. Genau der gleiche, wie sagt man? Die gleiche Fläche. Die gleiche, wie sagt man, wie heißt das denn? Größe. Verhältnis. Das gleiche Verhältnis. Ja? Ja. Das gleiche Format. Das Format zum Beispiel, ja, sehr gut. Seitenverhältnis. Okay. Wer sein Puzzle als erster von euch beiden vollständig und korrekt gelegt hat, gewinnt das Spiel. Wer zuerst die Glocke läutet und Teile falsch gelegt hat, der verliert. Also, ihr seid der Meinung, ich habe mein Puzzle richtig gelegt, der haut direkt auf die Glocke. Das heißt, Puzzle muss bitte an dieser Markierung rein und für dich, Stefan, an dieser Markierung gelegt werden. Gibt es noch Fragen? Alles klar? Noch nicht umdrehen, erst auf mein Kommando. Ihr seid bereit? Ja. Spiel 7 heißt Puzzle und beginnt jetzt. Können wir das Bild nicht mehr sehen jetzt, oder was? Nee. Ach, das hättest du aber vorher mal sagen können. Warum? Ja, wie warum? Du hast das doch als Poster zu Hause. Oh Gott. Also noch einmal für alle, die jetzt später dazukommen, Raab beim Speerwerfen schwer am Knie verletzt. Wir gehen im Augenblick von einer Meniskusverletzung aus. Er wird sicherlich nach der Sendung sofort ins Krankenhaus zu einer Kernspintomographie gefahren. Aber diesem Mann widerspricht es einfach, aufzustecken. Und bei diesen Geschicklichkeitsspielen, bei Pultspielen, da ist er natürlich einsatzfähig. Und die Frage ist für den Herrn hier links im Bild, also nicht für ihn, sondern für seinen Kontrahenten, für den Kandidaten, für Reint: Wie geht er mit dieser schwierigen Situation um? Ein angeschlagener Gegner, da will man nicht noch drauf treten, da will man nicht unsympathisch rüberkommen, also die meisten jedenfalls nicht. Es gibt auch Leute, die haben das hier schon anders praktiziert. Aber es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, und er machte einen so netten Eindruck. Fast ein bisschen zu nett bis hierhin. Er darf nie vergessen, dass es für ihn um diese 1,5 Millionen Euro geht. Und viele sitzen jetzt natürlich zu Hause und sagen, das ist doch die Jahrhundertchance, die drei Geldkoffer mit nach Hause zu nehmen. Pustekuchen. Denn wie gesagt, das ist jetzt eine ganz besondere Situation für ihn. Eine wahrlich nicht einfache. Und ich habe so den Eindruck, er konnte von Beginn an, auch als das mit der Knieverletzung, mit dieser Meniskusverletzung bei Raab noch nicht da war, seine Nervosität ablegen. Und diese Geschehnisse beim Speerwerfen machen ihm das natürlich nicht leichter. Jetzt sieht er allerdings gut aus hier beim Puzzeln. Und das wäre wichtig, um den Kontakt zu Raab zu halten, um ihn nicht davonlaufen zu lassen in dieser Schlag den Raab-Ausgabe Nummer 34. Und was wird nicht wieder alles diskutiert werden? Es ist immer etwas Besonderes, wenn es am Samstagabend hier bei ProSieben heißt, Schlag den Raab. Aber beim Puzzeln schlägt er ihn, aber deutlich. Und damit ist Reint hier wieder im Geschäft, denn das ist sein Ding. Stopp! So, wir schauen uns ja, das super. Ganze an. Alles perfekt. Puzzle geht an Reint. Sehr gut, sehr gut. Das sah so aus, als wenn du es schon mal gemacht hättest, Reint. Eine Strategie hast du dir zurechtgelegt. Du hast erst die Außen gelegt, ne?
Ja, richtig. Ja. Die Strategie hatte ich auch, aber die erst dann fing die nicht mehr an, zu Sachen zu passen und dann irgendwie habe ich den Rest versucht. Komm, langsam, nicht nochmal. Dass ich mich auf dich stütze, das dauert. Dann stütze ich auf rein. Ich will nicht, dass du umfällst. Somit hat Rhein eben gerade mit Spiel 7 auch 7 Punkte gewonnen und das bedeutet für den Gesamtpunktestand Folgendes. Rhein holt auf und verkürzt auf 12 zu 16. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Und das heißt Diktat. Wir haben hier bereits schon was am Pult aufgebaut. Ihr seht ein Klemmbrett mit Papier. Ihr habt Stifte vor eurer Nase. Folgendes müsst ihr machen. Hört bitte ganz genau zu. Ist ein bisschen komplizierter. Ihr hört eine Audiostrecke mit 102-silbigen Wörtern in einer Minute. Immer abwechselnd Mann, Frau. Mann, Frau, Mann, Frau und so weiter. Von diesen Wörtern müsst ihr bitte so viele wie möglich aufschreiben. Es geht nicht darum, dass ich es nachher lesen kann, sondern dass ihr es lesen könnt. Es muss kein vollständiges Wort sein. Ihr könnt natürlich auch Abkürzungen haben, solange ihr nachher wisst, was ihr aufgeschrieben habt. Bitte setzt einmal ganz kurz die Kopfhörer hier an der Seite auf, weil ich möchte euch kurz eine Probestrecke vorspielen, damit ihr euch schon mal dran gewöhnen könnt an das, was ihr gleich hören werdet. Mhm. Stefan, und dann kannst du dir den Stift aussuchen. Kopfhörer, Armer? Gut. Also, ihr müsst noch nicht mitschreiben. Diese Begriffe haben gleich nichts mit dem Spiel zu tun. Es ist eine Probe und die geht jetzt los. Brezel, Tiger, Lenkrad, Möhre, Schlange, Sonne, Aufzug, Pflaster, Brücke, Zucker. Also, das war die Probestrecke. So wird es gleich klingen, in dem Tempo immer abwechselnd Mann und Frau. Nach der Audiostrecke starten wir die Auflösung. Dann müsst ihr bitte abwechselnd einen der gehörten Begriffe nennen. Die Reihenfolge ist egal. Es geht nicht darum, wann ihr sie gehört habt, es geht nur darum, ob ihr diese Begriffe auch richtig gehört habt. Wer einen Begriff mehr aufsagen kann als der Gegner, gewinnt dieses Spiel. Ich muss jetzt mal gerade gucken. Ganz kurz mal, im Fall, und das ist sehr unwahrscheinlich, dass es zu einem Gleichstand kommt, gewinnt derjenige von euch beiden, der insgesamt die längeren Wörter genannt hat, also insgesamt mehr Buchstaben hat. Habt ihr noch Fragen? Okay, aber nur genannt hat. Ja? Also es ist egal, wie wir schreiben. Egal, wie ihr schreibt, das ist nur für euch. Ihr müsst nachher die Begriffe nennen. Ich muss sie nicht checken, ich muss sie nicht lesen können. Rechtschreibung ist in diesem Fall auch egal. Schaut nochmal, welchen Stift ihr haben wollt. Du hast einen, Reint. Stefan, du auch? Ja, checken. Du checkst den nochmal. Okay. Jetzt hast du gleich alle durch. Ja, es geht nur darum, falls einer aussetzt zwischendurch. Ne? Ja. Man muss auf alles vorbereitet sein. Alles schon vorgekommen. Seid ihr bereit? Reint, Stefan. Spiel 8 heißt Diktat und das ist die Audiostrecke. Apfel, Globus, Flasche, Löwe, Teppich, Reifen, Paket, Schraube, Nashorn, Muschel, Finger, Birne, Magnet, Seife, Hammer, Kabel, Lampe, Pinsel, Straße, Klingel, Koffer, Schaufel, Zunge, Sessel, Brille, Sofa, Regal, Säge, Treppe, Gürtel, Kerze, Pokal, Teller, Fenster, Bleistift, Tresor, Jacke, Rassel, Brosche, Pfanne, Sattel, Hase, Würfel, Dreirad, Butter, Traktor, Löffel, Katze, Salbe, Konto, Palme, Hocker, Delfin, Kuchen, Pfeife, Wolke, Adler, Schere, Kreide, Pfeffer, Kamel, Trikot, Poster, Zange, Gurke, Nagel, Kiwi, Klavier, Tasche, Pille, Geige, Angel, Felsen, Kaktus, Amsel, Spaten, Fichte, Gabel, Fliege, Spinne, Kissen, Bürste, Dusche, Papier, Anker, Flügel, Schnecke, Foto, Mütze, Glocke, Ampel, Fahne, Zeitung, Flöte, Kette, Nebel, Stempel, Auto, Mantel, Zwiebel. Die Audiostrecke ist zu Ende.
könnt noch kurz das aufschreiben, was euch im Gedächtnis hängen geblieben ist. So, nehmt bitte die Kopfhörer dann ab. Die Münze entscheidet, hängst einfach darüber. Genau, du auch, Stefan. Die Kopfhörer ruhig abnehmen. Ja? Wir klauen euch dieses, diesen Untersatz, nicht das Klemmbrett. Was denn? Achso, ich meine, ich habe genau. Zwei. Ja, ja. Und Stefan, nimm auch ruhig die Kopfhörer ab. Steht dir, aber es so, ist danke. Besser ohne. Den. Boah, brutal. Ja? Alles wird weggenommen. Ihr habt eure Blätter noch mit den Wörtern, die ihr aufgeschrieben habt. Die Münze entscheidet gleich, wer von euch beiden anfangen wird. Pro Begriffsnennung, Stefan und Reint, habt ihr 15 Sekunden Zeit. Bitte ganz deutlich sprechen und immer nur was, wie viele Sekunden habe ich Zeit? 15 Sekunden. Bitte deutlich sprechen. Ihr habt immer nur ein Wort bitte zu sagen. Es sei denn, ihr nennt einen Begriff, der schon gesagt wurde, dann hört ihr dieses akustische Signal und habt nochmal die Gelegenheit, ein weiteres Wort in diesen 15 Sekunden zu nennen. Stefan, hast du zugehört? Ja, nein. Ich gucke gerade, ob ich meine Sachen lesen kann. Ja, aber dann hör mir einfach nochmal zu, weil die Regeln sind relativ wichtig. Okay. Also ich fange nochmal an. Die Münze entscheidet, wer von euch beiden anfängt. Pro Begriffsnennung habt ihr 15 Sekunden Zeit. Bitte deutlich sprechen, nur ein Wort nennen. Solltet ihr einen Begriff nennen, der schon gesagt wurde, Stefan, ertönt dieses akustische Signal. Genau. Gut. Und ihr habt nochmal die Gelegenheit, in diesen 15 Sekunden einen zweiten Begriff zu nennen. Die letzten 5 Sekunden werden ich euch ansagen. Und nach dem Münzwurf, wie gesagt, entscheiden wir, wer anfängt, dann kann der Nächste immer nachziehen, okay? Ich habe das Gefühl, keiner hört mir zu. Doch. So, wir spielen es einfach mal. Rot beginnt, das heißt Reint hat 15 Sekunden Zeit, gleich das erste Wort zu sagen und dann geht es weiter mit Stefan. Also, Spiel 8 heißt Diktat und Reint beginnt mit seinem ersten Wort und zwar jetzt. Apfel. Apfel. Globus. Langsam. Richtig, Stefan. Du hast gesagt? Globus. Globus. Stimmt, Reint. Flasche. Flasche. Stimmt, Stefan. Teppich. Teppich. Auch korrekt, Reint. Löwe. Löwe. Stefan. Magnet. Sag's bitte nochmal. Magnet. Du hast Magnet gesagt. Reint. Birne. Birne. Korrekt. Stefan. Pinsel. Ich habe eben nicht zugehört. Wenn ich Pinsel. Was falsch sage, bin ich raus? Nein, bin ich nicht raus. Reint. Klingel. Klingel. Katze. Kasse. Katze. 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 Reint. Butter. Butter. Stefan, Reint liegt immer vor, das heißt, du musst immer ein richtiges Wort sagen, ansonsten hast du verloren. Wenn ich jetzt ein falsches sage, bin ich schon raus? Genau. Okay, Brücke. Brücke. Ja. Achso, ich dachte noch heute. Ja, was? Und das ist falsch, das war nicht in der Liste. Und damit hat Reint gewonnen. Brille! Brille! Ich meinte Brille! Ich meinte Brille! Aber du hast es falsch. Du hast Brücke gelesen. Aber hier steht Brille. Ja, aber sieht du hast Brücke gesagt. Wenn du deine eigene Schrift nicht lesen kannst. Ja. Weitermachen. Nein. Reint hat vorgelegt. Du musst es nachlegen. Nein. Wir schauen uns mal den Punktestand an nach Spiel Nummer 8. Wie viel hättest du noch gehabt? Ja, ich hab noch ein paar.
Und es steht 20 zu 16 für Rhein. Es diskutiert nach unserem achten Spiel. Gleich geht es natürlich weiter und es bleibt weiterhin spannend. Bleiben Sie dran. Für alle, die jetzt dazugekommen sind, Sie haben es eben gerade gesehen, Stefan humpelt ein wenig in Spiel 3 beim Speerwerfen. Hat er sich am Meniskus verletzt? Wie sieht's aus? Dicker geworden? Da ist ein Eisbeutel drumherum, kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen. Ist auf jeden Fall, sieht von hier aus. Aber es geht, es tut nicht besonders weh und ist nur, wenn du es belastest. Aber ansonsten halte ich das aus. Das ist sehr gut. Und du machst weiter, Reint. Wir schauen uns kurz mal den Gesamtpunktestand nach 8 Spielen an und sehen, Reint liegt mit 20 zu 16 in Führung und ist somit in 1,5 Millionen Euro ein wenig näher gekommen. Wir kommen zu Spiel 9. Und das trägt den schönen Namen Modern. Und was man beim Modern machen muss, das zeigen wir euch. Auf der einen Seite wird gerade Roman Lobs Auftritt abgebaut und die Stagehands sind hier großartig und auf der anderen Seite direkt das Spiel aufgebaut. Vielleicht nochmal einen großen Applaus für unsere helfenden Hände heute Abend. Machen die wirklich großartig. So, David ist reingerollt. Folgendes müsst ihr machen, also auf deiner Seite steht schon mal ein Barhocker, den kannst du einsetzen, falls du stehen könntest, kannst du das natürlich auch machen. Noch nichts anfassen bitte, ich möchte euch erst wie immer die Regeln erklären. Ihr müsst... Die Hand lag aus Versehen da. Das macht er gerne. Ich stelle mich an deine Seite, ach ich darf nicht. Ihr müsst 20 Muttern auf dieses Gewinde schrauben. Wer als erster alle Muttern aufgeschraubt hat, gewinnt dieses 9. Spiel und somit wichtige 9 Punkte. Im extrem unwahrscheinlichen Fall eines Unentschieden, das heißt, es gibt ein Fotofinish und wir sehen, beide haben die letzte Mutter gleichzeitig aufgeschraubt, müsst ihr die Muttern wieder abdrehen und derjenige, der es als erstes geschafft hat, gewinnt. Möchte, glaube ich, keiner von euch. Was? Ich habe jetzt gar nicht zugehört. Komisch. Ich denke gerade nach, wie ich das am besten mache. Ja. Also sollte es im unwahrscheinlichen Fall zu einem Gleichstand kommen, das heißt, ihr beide dreht die letzte Mutter gleichzeitig rauf, müsst ihr sie wieder abdrehen. Was heißt denn gleichzeitig drauf? Wir gucken uns das im Foto, finde ich. Wenn sie gerade drauf ist, hängt. Sie muss halten. Sie muss halten. Das heißt drauf. Genau, das heißt drauf. Ja? Gut. Spiel Nummer 9. Moment. Ihr könnt eine Mutter in die Hand nehmen, aber noch nicht ansetzen, Reint. Auch du, Stefan. Ja. Bitte? Nee, noch nicht ansetzen, bitte. Nee. Noch nicht. Ach so. Eine in die Hand nehmen? Eine in die Hand nehmen, noch nicht ansetzen. Stuhl am besten machen. Warte mal. Ja, du darfst den Stuhl noch zurechtdrücken. Auf mein Kommando dürft ihr erst los. Ich darf schrauben, wie ich Lust habe, ja? Wie du lustig bist, okay. Ja. Alle 20 müssen nur auf der Stange am Ende sein. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Noch nicht ansetzen, rein? Gut. Also, Spiel 9 heißt Muttern und beginnt jetzt. Also, da kommt es eben darauf an, nicht zu verkanten, denn dann lassen sich, das kennt man als Hobbyheimwerker, die Dinger irgendwann nicht mehr weiterdrehen. Und jetzt schauen wir mal die unterschiedlichen Techniken an. Raab hat schon 2 Muttern draufgesetzt. Bei Reint, dem ich jetzt wirklich anspüre, anmerke, dass der Ehrgeiz endgültig geweckt ist, die Scheu abgelegt ist. So, jetzt gucken wir mal. Er jetzt also mit der zweiten Mutter. Das geht irgendwann vor allem fürchterlich auf die Schulterpartie. Man hat fast den Eindruck, dass das hier jetzt schon nach 2 Muttern bei Reint der Fall ist. Muttertag bei Schlag den Raab. So, drauf gewischt, so sah das fast aus. Raab macht es immer doppelt gemoppelt. Mhm. Also seine Muttern 3 und 4. Also nochmal, hier dürfte das mit der Meniskusverletzung von Raab kein Problem sein. Er kann das gesunde Bein da in erster Linie belasten. Da wird keine Entschuldigung herhalten können. Aber so ist er auch nicht gestrickt.
So, und jetzt sieht das mal sehr, sehr gut da drüben bei Reind aus. Das ist aber mal ganz schwungvolles Draufdrehen der Muttern. Und er ist schon vorne. Er ist schon vorne. 20 Muttern sind es. 6 hat Reind drauf. Er führt an diesem Abend mit 20-16. Er kann an diesem Abend 1,5 Millionen Euro gewinnen. Ja, ja, das sieht richtig gut aus. Müssen natürlich hoch genug drehen, die Muttern, damit dann der Rest vom Fest unten noch drauf passt. Das ist bei Rhein, glaube ich, im Moment gar kein Problem. Hälfte hat er drauf, glaube ich. Zählen wir mal. 2, 4, 6, 8. Nee, 8 hat er drauf. 2, 4, 6, 8. Da kommt die 9. und dann die 10. gleich dran. Und dann wieder im Doppelwischer. Also Muttertag vorgezogen auf den 14. April 2012. Ja, Raab schaut, wie sieht's bei Reind aus. Reind hat 10 Muttern drauf. Raab hat jetzt die 9. auf dem Gewinde. Oder auf der Stange dreht sie mit dem Gewinde Mann, drauf. Mann, ich geh nicht drauf! Ja, hat er so ein bisschen verkantet. Ich geh nicht drauf, Leute. Was soll ich machen? Die Mutter geht nicht drauf. Eine andere nehmen wäre vielleicht eine Idee. Also er dreht die auch schräg drauf, ganz klar hier zu erkennen. Es geht nicht drauf. So, jetzt geht's. Also, man sieht deutlich, das lag nicht an der Mutter, sondern er hatte verkantet. Ja, das passiert natürlich, wenn man da hektisch agiert. Ich rechne nochmal, wie viel hat Raab da noch liegen? Also, Reind ist vorne. 10 hat Raab noch drin liegen und Reind, wenn ich das richtig sehe, hat noch 8. Also, er ist mit 2 Muttern vorne. Und man sieht, wie körperlich anstrengend das auch ist. Schauen Sie mal die Schweißperlen auf der Stirn von Reind. Das ist A, Aufregung, B ist das Anstrengung. Denn nochmal, das geht vor allem auf die Schulterpartie. Und Raab lamentiert und lamentiert, aber er dreht sie halt auch schräg drauf. Er dreht sie einfach schräg drauf, er verkantet. Das ist deutlich zu erkennen. Was soll ich denn machen? Die Muttern gehen nicht drauf. Ja, aber das Gewinde ist wahrscheinlich etwas... So, jetzt schauen wir mal, ob das da noch passt. Wie viel hat er noch liegen? Er hat noch 4 liegen. Passen die alle? Das ist jetzt eine ganz entscheidende Frage. Passen die alle da unten auf das Stück noch drauf? Das kann ganz eng werden, aber es kann soeben reichen. Hat da das Augenmaß richtig getroffen. Er ist deutlich vorn von der Anzahl der Muttern her. Also, jetzt ist nur die Frage, ob die letzten beiden noch drauf passen, ob das Gewinde reicht. Es sieht so aus. Er muss ja die zweite, die letzte dann nur noch irgendwie so draufdrehen, dass sie hält. Und das müsste funktionieren. Und dann geht er hier relativ deutlich in Führung. Finito. Komm, Stefan. Abhaken. So gerade gepasst. Aber absolutes Auge bewiesen, Reind. Ja, ich habe darauf spekuliert, dass er zu kurz ist und die dann alle von oben nochmal nachziehen muss. Sieht so einfach aus, ne? So, entspannt euch mal kurz. Durchatmen. Das ist der Gesamtpunktestand nach Spiel 9. 29-16 geht Reind in Führung. So, ich gehe einmal ganz kurz zum Schwesterchen und zur Freundin. Boah, sag mal, das ist ja aber, ich habe ja auch schon Schweißperlen auf der Stirn. Wie sieht's bei dir aus? Ja, aufgeregt war ich auf jeden Fall auch ziemlich. Habt ihr denn mal drüber geredet? Also ich würde ja mal sagen, die Chancen steigen mit den 1,5 Millionen Euro, was du davon abbekommst. Nee, das haben wir noch nicht so genau ausgemacht. Ach, shoppen darf ich bestimmt einmal. Ja? Aber hoffentlich nicht mit ihm einmal. Zusammen. Ja, genau, du passt drauf auf. Was mit dem Schwesterherz? Ja, ich denke mal auch, ne, dass wir dann mal irgendwie was zusammen machen. Er hat ja gesagt, wir wollen mal nach Südafrika dann noch fliegen. Und genau, mit der ganzen Familie. Ganz genau, da freuen wir uns auf jeden Fall auch auf. Aber dann ist ja der Kumpel raus. Du gehörst ja nicht zur Familie. Ich bleib zu Hause, ich passe auf. Ich drehe die Muttern alle wieder ab. Ja, sehr gut. Also, wir schauen mal, ob es reicht dafür. Weiterhin die Daumen drücken. Die drei sind auf jeden Fall nach diesem Spiel sehr optimistisch. Und Spiel 10 heißt so.
Es nennt sich Wer ist das? Und funktioniert folgendermaßen. Ich zeige euch ein Foto und ihr sagt mir, wer das ist. Ich brauche bitte Vor- und Nachname. Nur der Vorname oder nur der Nachname reicht in diesem Fall nicht. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt. Bei einer falschen Antwort bekommt der Gegner einen Punkt und das Bild ist aus dem Spiel. Wer als erster 7 Punkte hat, gewinnt Spiel Nummer 10. Okay? Mal drücken, probieren. Willst du nochmal drücken, probieren? Testen? Okay, Stefan möchte nochmal drücken. Okay, der Buzzer funktioniert auf deiner Seite. Aber dann soll Reint dieses Recht natürlich auch bekommen. Gibt's ein Beispiel? Versuch's jetzt nochmal. Bei dir funktioniert der Buzzer ebenfalls. Wir machen kein Beispiel. Und nach einem Spot geht es direkt los mit Spiel 10. Wer ist das? Spiel 10 heißt Wer ist das? Und beginnt jetzt. Wer ist das? Steffen Seibert! Ja, ich weiß. Stefan hat gedrückt zuerst. Steffen Seibert! Warte immer drauf, dass ich sage, wer von euch zuerst gedrückt hat. Du hast gesagt Steffen Seibert. Und das ist richtig. Pressesprecher der Bundesregierung, der erste Punkt für Stefan. Wartet bitte drauf, dass ich sage, wer zuerst gedrückt hat. Wer ist das? Stefan. Kate. Entschuldigung. Du hast gesagt Kate. Zeit ist abgelaufen. Fuck, ich weiß es. Ja, aber du hast es nicht gesagt. Wir schauen, wer es gewesen wäre. Pippa Middleton ist das. Und das ist richtig, Pippa Middleton. Ah, Mann. Die Schwester von Kate, der erste Punkt für Reint. Ah, Gott. Kann man nachfragen, wie viele Punkte gibt es? 7 Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Okay. Wer ist das? Wer ist das? Ah, wo habe ich ihn denn gesehen? Weiß es einer von euch beiden? Nee. Reint? Stefan? Wir lösen auf. Es ist François Hollande, französischer Präsidentschaftskandidat der Linken. Kein Punkt weder für Reint noch für Stefan. Wer ist das? Reint. Das ist Robin Dutt. Ja, richtig. Robin Dutt sagst du. Und wir schauen, ob das stimmt. Richtig. Das ist richtig. Der Ex-Trainer von Bayern 04 Leverkusen. Zweiter Punkt für Reint. Wer ist das? Ja, wie heißt er? Ja, den Seriennamen wüsste ich. Wir suchen nicht den Vor- und Nachnamen dieser Person. Ich weiß es auch, aber es fällt mir nicht ein. Nee. Stefan? Nee, ich weiß, was er macht. Ja. Wir lösen das Ganze auf. Two and a Half Men. Sein Name ist John Cryer, Alan Harper aus Two and a Half Men. Kein Punkt weder für Reint noch für Stefan. Wer ist diese Person? Stefan. Daniela Schad, das ist die. Daniela Schad heißt sie. Die Frau von Gauck. Freundin von Gauck. Du sagst Daniela Schad. Und wir schauen mal nach. Das ist korrekt. Deutschlands First Lady. Nicht verheiratet. Steht 2-2? Steht 2-2. Wer ist das? Herbert von Karajan. Sagt Stefan. Wir lösen auf. Herbert von Karajan ist richtig. Österreichischer Dirigent, mittlerweile leider schon verstorben. 3-2 für Stefan. Wer ist das?
sehen alle gleich aus. Da drücke ich nicht. Die sehen alle gleich aus. Das ist ganz gefährlich. Rein, drückst du. Ach Mensch, ich weiß es doch eigentlich. Ich drück nicht, die sehen alle gleich aus, da kann ich sagen. Das hat keinen Zweck. Wenn es falsch ist, gibt es einen Punkt, ne? Für, ja. Ja. Ja, aber wenn es richtig ist, ich weiß nicht. Okay, rein. Lindsay Vonn. Du sagst Lindsay Vonn. Das könnte wir gucken sein. Mal, ob sie es ist. Stimmt! Es ist sie, Lindsay Vonn. Amerikanische Skirennläuferin. Ausgleich 3 zu 3. Im Skianzug hätte ich sie erkannt. Wir spielen bis 7 Punkte. Wer ist das? Ach, Stefan. Ja. Rick Santorum, der Gegner von Mitt Romney. Ich brauche nur Vor- und Nachnamen. Rick Santorum. Du sagst Rick Santorum. Ja. Und das ist richtig. Der US-Präsidentschaftsanwärter der Republikaner mittlerweile. Tritt an gegen Barack Obama. 4 zu 3 für Stefan. Wer ist das? Ingo Zamperoni. Stefan. Yes! Du sagst Ingo Zamperoni. Nachrichten, Nachtmagazin macht er, glaube ich. Wir schauen mal nach. Yes! Stimmt, Ingo Zamperoni. Ingo Zamperoni. Tagesthemen-Moderator. Tagesthemen, ja, mittlerweile Tagesthemen. Aber hat mal ein Nachtmagazin gemacht, glaube ich. Zu drei für Stefan. Wer ist das? Stefan. Mario Monti, italienischer Minister. Präsident. Du sagst Mario Monti, wenn er zu 6 Punkte, wenn das richtig ist. Müsste und sein. Es stimmt. Italiens Ministerpräsident und Wirtschafts- und Finanzminister. Damit 6 zu 3 für Stefan. Einen Punkt brauchst du noch, um dieses 10. Spiel für dich zu entscheiden. Wer ist das? Reint. Bibi Blocksberg. Ja. Du sagst Bibi Blocksberg. Und das ist richtig. Leider zu spät. Unsere kleine Hexe Bibi Blocksberg, die verkürzt auf 4 zu 6. Wer ist das? Rein. Ich weiß auch. Und zwar ist das, Na komm schon. Colin Firth. Yes! Zeit ist abgelaufen. Yes! Punkt für Stefan, damit hast du automatisch gewonnen. Es wäre Colin Firth gewesen. Wow. Oscar-Preisträger für The King's Speech. Mensch, dir lag's auf der Zunge. Ja. Reint. Ja, ich. Das ist leider nach der Zeit gesagt. Halbe Sekunde zu spät. Halbe Sekunde zu spät. Wir schauen uns den Gesamtpunktestand einmal an. Nach Spiel 10 steht jetzt 29 zu 26 für Reint. Und nach Wer ist das kommt jetzt Was ist das? Nämlich was ist das nächste Spiel? Spiel 11 ist Kegeln. Stefan, und weil wir wissen, dass du dich am Knie verletzt hast, frage ich jetzt einfach mal, willst du auf jeden Fall trotzdem antreten? Ja, klar. Also gut. Ich kann ja aus dem Stand, oder? Wunderbar. Gut. Also, rein kann Stefan. Wir müssen dafür das Studio wechseln und machen das ganz gemächlich und entspannt. Rein, hast du denn in deiner Vorbereitung für heute Abend auch mal gekegelt? Ja, gekegelt nicht, aber Bohlen waren wir einmal. Aber Bohlen war die einmal. Naja, das ist ja trotzdem ein kleiner Unterschied. Ja, das auf jeden Fall. Stefan, erinnerst du noch, wann du das letzte Mal gekegelt hast? Ja. Wann? Hier in dieser Sendung. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber bestimmt 3 Jahre oder was? Das letzte Mal habe ich hier in der Sendung gekegelt. Ja? Und erinnerst du dich noch an den Ausgang? Ich glaube, ich habe gewonnen. Das ging nach Hausnummer, glaube ich. Ich werde euch gleich erklären, was ihr erkegeln oder kegeln müsst. Meine Damen und Herren, es dauert heute Abend ein bisschen länger, um die Location zu wechseln. Weil Stefan sich am Meniskus verletzt hat. Fährst du nachher eigentlich noch ins Krankenhaus, um das mal nachchecken zu lassen? Nee, hier lang. Ach so, hier lang. Es sei denn, du willst auf Toilette. Ich, keine Ahnung, nein, so spät ist, glaube ich, sind ja, die glaube ich, in Köln nicht mehr auf. Ist mir das zu gefährlich, weißt du? Da sind die übermüdet und so, nachher bist du dann beinlos. Wollen sie dich gleich aufschneiden? Ja, so, kommt einmal bitte hier mit auf die andere Seite, rein du auch. Hier einmal rum. Okay. Also, genau, oder setzt euch da schon mal hin und ich bleibe hier unten stehen und erkläre euch das einfach mal, ja, oder ich komme wieder hoch. Ja. Genau, setz dich da mal hin. Rein, wir machen hier Bäumchen, wechsel dich. Du kannst hier vorne stehen, da, wo immer du willst. Du bist ja groß genug. Okay, du bleibst da. Also, gespielt wird der Modus
hohe Hausnummer mit 3 Stellen. Das heißt Folgendes für euch beide, Stefan und Reint. Nach einem Wurf entscheidet ihr, an welche der 3 Stellen die Wurfpunktzahl gesetzt werden soll. 1, 2, 3 oder vorne, Mitte, hinten. Ein Wurf in die, ihr kennt das, Gosse, Rinne, was auch immer, zählt 0 und muss dann auch als Zahl natürlich gesetzt werden. Und zwar an die erste Stelle. Und zwar an die erste Stelle, das ist ein Tipp von Stefan. Wer die höhere Hausnummer, das heißt die höhere dreistellige Zahl geworfen hat, gewinnt den Durchgang. Wir spielen Best of 5. Das bedeutet, wer als erster von euch 3 Durchgänge gewinnt, gewinnt auch dieses Spiel. Ah, okay, 3 Durchgänge. Also 3 Durchgänge. Und man hat bei jedem Durchgang auch immer nur 3 Würfe. Es sind genau, nicht irgendwie 7 Würfe, Durchgang, man kann sagen, den will ich gar nicht da drin haben. Nee. Okay, also pro Durchgang habt ihr jeweils 3 Würfe und müsst euch entscheiden, an welche Stelle ihr die Wurfpunktezahl setzt, um eine möglichst hohe Hausnummer zu erreichen. Die Münze entscheidet in diesem Fall natürlich auch wieder, wer beginnt. Also da ist sie und es ist blau für Stefan. Das heißt, mach bitte die Bahn frei. Genau. Mal gucken, wie ich das machen möchte. Ja, das gewähren wir ihm. Rein, sag kurz Bescheid, wenn er guckt einmal, ob er das mit dem Knie, wie er das macht. Kannst mal die Buchse enger schnallen. Die Buchse enger, damit sie nicht rutscht. Ja. So. Nicht, dass du haken bleibst und dann noch auf die Nase fällst oder so. Also, Spiel Nummer 11 heißt Kegeln und beginnt mit Stefans erstem Wurf. Und darf hier nicht übertreten, ne? Oder genau, ihr dürft nicht über diese Linie übertreten, also nicht auf die Bahn. Okay, du kannst, wenn man die Linie berührt? Du kannst im Gegensatz jetzt zum Speerwerfen natürlich berühren, machen, aber nicht aber übertreten. Aber sobald der Fuß drüber ist, ist vorbei, ja? Okay. Also das Diskutieren lässt er nie. Psst. Nein! Das letzte ist die Stelle. Null. Letzte Stelle natürlich. Die setzt an die letzte Stelle, also nach hinten, auf die 3. Also das ist natürlich ein Nachteil für Stefan Raab, wobei man geht sagen das? Muss, das ist aus dem Stand zu machen. Das wird er sicherlich auch noch hinbekommen im Laufe dieses Spiels. So, was macht Reint jetzt? Der Kniefall von Köln-Mühlheim. Er adaptiert Raabs Verhalten. Ach komm. Oh. Auch eine Null. Und Reint, sag mal kurz, wo möchtest du hier hinsetzen? Auch an die dritte Stelle. An die dritte, also nach hinten. Momentan 0-0. Also das rechte Knie ist das Verletzte bei Stefan Raab. Was kommt jetzt? So, Schwung kommt. Jetzt kann nur aus dem Schulterbereich kommen. Der ist gut, der ist gut. Der ist sehr gut. Yes! Das ist eine 8 und jetzt bin ich gespannt. Auf die 1. Ja, nicht wirklich gespannt, wo er sie hinsetzt, auf die erste Position, denn das ist schon, wer selbst mal gekegelt hat, weiß, das ist ein richtig gutes Ergebnis. Alle 9 fallen nicht allzu oft und schon gar nicht beim Stehkegeln. Und jetzt die Antwort von Reint. Er führt noch mit 3 Punkten an diesem Abend, an diesem 1,5 Millionen Euro Abend. Wenn er jetzt eine 9 macht, hat er den ersten. Dann gewinnt er die erste Runde hier. Nee, 6. Eine 6? Ja, an die zweite Stelle. So, das heißt, es ist noch nicht ganz egal, was Raab jetzt macht. Vielleicht sollte er noch sehen, dass er auch die zweite Stelle höher als 6 erledigt, falls Reint er doch noch die 8 gleich erkegelt. Ja, ein bisschen hüftsteif ist Raab. Aber wie gesagt, es ist das rechte Knie, das Probleme bereitet. Der ist wieder ganz gut. Ach,
aber es reicht nicht, um die zweite Stelle für sich zu entscheiden. Das heißt, aus die Maus, wenn Reint die 8 kegelt, gewinnt er diesen ersten Durchgang. Aber die 8 muss es auch sein. Zu zentral, und das heißt, der erste Durchgang geht an Stefan Raab. Genau, ich setze es trotzdem nochmal. Also die höhere Hausnummer hat Stefan in diesem Fall 850 zu 360. Wir spielen Best of 5 und das erste Spiel geht in diesem Fall an Stefan. Ich packe die Zahlen kurz zurück. Begonnen hat eben gerade Stefan, das heißt, jetzt legt Reint los. Also jetzt wäre es für ihn wichtig, da mal eine ordentliche Nummer vorzulegen, um Raab mal unter Druck zu setzen. Ja, er kann natürlich die Unterstützung des Publikums gebrauchen. Verkauft sich gut bisher an diesem... kaum sage ich's. Und da rollt er eben, rutscht er eben über den Daumen, glaube ich, weg. Sag's nochmal trotzdem offiziell. Ja, an die dritte Stelle. An die dritte Stelle. Rechtes Knie, schlechtes Knie bei Stefan Raab. Bleib drin! Jawohl! Das ist eine 6. Eine 6. Welche Stelle? 1, 2, 3. Vorne, Mitte, hinten. Eine 6. Tja. Was soll ich jetzt machen? Das weiß ich nicht. Kannst du nicht sagen. Das war seine beste Ebene 6 auch, ne? Er hat 6 gehabt eben auch, ne? Die setze ich dir an die zweite Stelle. An die zweite? Jo. Okay. Rein dein zweiter Versuch. Das ist interessant jetzt. Also ganz so überzeugt von sich ist Raab nicht, dass er die auf die 3 setzt. Und jetzt wieder Reint. Zweiter Versuch. Erste oder zweite Hausnummer jetzt. Stimmte der Schrittrhythmus nicht? Und der geht wieder weg. Null. Ich meine, das kann er alles noch ausbügeln, wenn er gleich alle 9 kegelt. Dann also, ist das völlig wurscht. Reint. Ja, aber nochmal, sag's nochmal offiziell. Ich will da nicht vorwegnehmen, aber ist, glaube ich, klar. Also, das ist immer eine spannende Frage vom Kollegen Gätchen. Die 0, wohin? Warum nicht auf die 1? Ja, Herr Buschmann, ich entscheide das nicht. So, Raab. Das ist eine 8. Eine 8. Das ist eine 8 und das heißt jetzt schon wieder, Reint muss es. Er muss es schaffen. Er muss alle 9 kegeln. Sonst war es das mit diesem zweiten Durchgang. Und auch der geht, wenn es keine 9 sind, für Reint an Raab. Oje, oje. Oje, oje. Also, das ist das Klo mit einer 0 davor. Die dreifache 0 für Reint. 0-2 in den Durchgängen. Der zweite Punkt für Stefan. Und Stefan legt wieder vor. Best of 5. Das heißt, solltest du diesen nächsten Durchgang gewinnen, Stefan, hast du das Spiel auch gewonnen. Die Geräusche sind interessant.
Ja, und der kommt wieder. Und der ist wieder gut. Jawohl. Es ist eine 7. Es ist eine 7. So, wohin jetzt, Herr Raab? Wohin? Come on. 1. Tu sie auf die 1. Auf die 1. Oh, das finde ich mutig, denn jetzt hat Rhein 3 Versuche. Und wenn er in einem der 3 die 8 schafft, dann hat der Raab auf jeden Fall geschlagen. In dem Durchgang. So, der läuft gut, aber etwas zu zentral. Läuft dann im Endeffekt doch noch 4. Auf die Mitte zu. Ja, da kann er eigentlich nicht groß drüber nachdenken. Ja, an die 3. Richtig. So. Erstaunlich, dass er sich sofort für die 7 an Position 1 entschieden hat. Vielleicht war es ja doch eine gute Wahl. Stefan, auch bei dir, damit Herr Buschmann entspannt bleibt, auf die 3. Oder? Zweiter? Frank, das war doch richtig. Ist jetzt sein 2? Ja, die 0 überraschenderweise nach hinten. So, Reint. Nochmal, er braucht schlicht und ergreifend die 8. Der läuft aber wieder auf die Mitte. Wieder auf die Mitte. Da 6. Hat Raab schon mal Mehl gehabt. Ja, rein auf die. An die 2. Ja, überraschenderweise. Ich frage immer lieber offiziell. Du kennst das ja, ne? Nicht, dass sie sich da vertun. So, für Raab kann auch dieser Wurf noch wichtig sein. Um eben an Ziffer 2 mehr als 6 zu erkegeln. Und er macht die 7. Ja, eine 2. Und das heißt, dass Rhein auf keinen Fall die 7 reicht. Denn dann hätte er, wir sehen das ja schön eingeblendet, 764 im Vergleich zu 770. Also jetzt muss sie kommen, die 8 oder 9. Also vielleicht noch mal ein bisschen Unterstützung hier vom Studiopublikum. Er hört das ja hinten auf der Kegelbahn. Ansonsten geht dieses Spiel an Stefan Raab und er zieht wieder vorbei. Nein, das reicht nicht. Raab gewinnt Kegel. Stefan entscheidet also das Kegeln, Best of 5 mit 3:0 für sich. Und wir schauen uns mal den Gesamtpunktestand jetzt nach Spiel 11 an und sehen, Stefan führt mit 37:29. Immer noch am Knie verletzt und es geht immer noch für unseren Kandidaten Reint heute Abend um 1,5 Millionen Euro wieder zurück mit der Entscheidung bei Schlag den Raab. Also auf jeden Fall dranbleiben. Schlag den Raab. Noch ist hier keine Entscheidung gefallen, aber dazu wird es natürlich gleich kommen. Es geht um 1,5 Millionen Euro. Vielleicht noch einmal kurz den Punktestand nach bisher 11 gespielten Spielen. Und da sehen wir, Stefan führt mit 37:29. Es geht heute Abend um 1,5 Millionen Euro. Und das ist unser nächstes Spiel. Blamieren oder kassieren heißt es. Und dafür räume ich natürlich gerne das Feld für Mr. Blamieren oder kassieren. Hier ist Elton.
Hallo. Marvin. Hallo. Ey, du hast das mitbekommen, danke, ne? Stefan, ja, hat sich verletzt am Knie. Ja, habe ich mitbekommen. Aber da braucht er jetzt ja das Knie. Braucht er nicht, das Knie. Ich überlasse dir das Spielfeld. Viel Spaß. Ja, danke schön. Schön, wieder hier zu sein. Ja, Elton ist mein Name. Schönen guten Abend. Blamieren oder kassieren? Geht folgendermaßen hier. Ich stelle euch eine Frage. Wenn ihr meint, diese Frage beantworten zu können, drückt ihr auf den Buzzer. Habt dann 5 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Ist die Frage bzw. die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Der hat wiederum die Chance, 5 Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten. Ist es richtig, die Antwort? Gibt es noch einen Punkt? Ist die Antwort falsch, bekommt wiederum der Gegner einen Punkt. Sobald gedrückt ist, ist die Frage aus dem Spiel. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt. Und wir machen einen Buzzer-Test. Kannst du mal anfangen? Das funktioniert. Stefan dann gleich. Sehr gut. Noch Fragen? Wahrscheinlich nicht. Deswegen fahren wir gleich an. Hier die erste Frage. Wirklich? Er hat eine Frage. Ach so, Entschuldigung. Ja, was denn? Wenn die Antwort falsch ist, liest du die Frage bis zu Ende vor? Oder? Nein, nee, nein, nein. Sobald gedrückt wurde, ist die Frage raus. Man kann noch, nicht mehr kann antworten, wenn man es weiß. Du kannst noch antworten, wenn man es weiß, aber die Frage ist, wird nicht mehr zu Ende gelesen. So. Zum Warmwerden eine kleine Frühlingsfrage. In dem Frühlingslied Es tönen die Lieder spielt der Hirte auf welchem Instrument? Ich kenne das Lied nicht. Hirten spielen auf vielen Instrumenten. Ich kann noch ein bisschen aus dem Liedtext zitieren. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spielet der Hirte auf seiner... Weiß keiner, nehme ich mal an. Keiner wagt es. Was reimt sich denn auf... Dann löse ich mal auf. Was ist denn auf Hirte? Spielet der Hirte auf seiner... Schalmei. Boah, es reibt sich nicht. Aber gemein. Was soll ich? Ich habe das Lied nicht geschrieben. Es tut mir leid. Ja, weißt du, es hätte ja auch sowas sein können wie Spielet der Hirte auf seiner Flirte. Ja, Stefan, hätte sein können. Das Knie war nur kaputt, ne? Bitte? Was? Dann, ich hab nicht zugehört, was? Nee, ist egal. So, jetzt konzentrieren bitte. Jetzt, ich hab's verstanden. Konzentrieren. Das Knie war nur kaputt. Damit spielst du auf meinen Geisteszustand an? Auf gar keinen Fall. So, und konzentrieren bitte nächste Frage. Da hat sich Günter Grass ja ganz schön in die Nesseln gesetzt. Statt ein paar hübsche Verse über den Frühling zu schreiben, löste der Nobelpreisträger mit seinem Gedicht über Israel und Iran einen Proteststurm aus. Was gesagt werden muss. Wie heißt es, wie das, was gesagt werden muss, ist richtig. Punkt für Reins. Nächste Frage. Apropos Günther. Welcher Günther spielte unter anderem in folgenden Fernsehserien mit? Wilhelmina, die Koblenz, die Havelkaiser. Gestatten, mein Name ist Cox. Berliner Weiße mit Schuss. Günther Fitzmann! Günther Fitzmann, yes, ist richtig. Dieser Punkt geht an Stefan. Nächste Frage. Gesine Lötsch ist vom Parteivorsitz der Linken zurückgetreten. Somit hat die Linkspartei erstmal... Rein hat gedrückt. Klaus Ernst. Ja. Klaus Ernst, ja, in Sulau, richtig. Früh gedrückt. Hat sich gelohnt. 2. Punkt für Reint. Nächste Frage. Aber wen interessieren schon die Linken? Die Piratenpartei ist doch viel interessanter. Wie heißt mit Vor- und Zunamen... Sebastian Nerz. Der Bundesvorsitzende Sebastian Nerz, auch das ist richtig. 3:1. Fast auf die Minute genau vor 100 Jahren stieß die Titanic mit einem Eisberg zusammen. Bekanntermaßen war der Luxusdampfer von Southampton nach New York unterwegs, als das Unglück geschah. Aber in welcher Stadt wurde gebaut? Belfast. Das weiß ich. In Belfast wurde das Schiff gebaut.
wurde die Titanic gebaut in Belfast, das ist richtig. Ja. 3-2 immer noch vereint. Nächste Frage. Keine Ahnung, was Margot Honecker zum Untergang der Titanic sagt, aber vom Untergang der DDR gibt sich die Witwe Erich Honeckers erstaunlich unbeeindruckt, wie man kürzlich in einem Fernsehinterview sehen konnte. Da fragt man sich, in welcher Welt... In Chile. Oh, nee, das ist nicht die Frage. Nee, komm. Wir suchen tatsächlich Chile. Yes! Aus welchem Land, wo lebt sie? Das ist auch wieder gut gezockt. 3-3. Nächste Frage. Forscher haben mal wieder eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Menschen mit einer tiefen Stimme werden eher gewählt und als Chef bevorzugt. Ein Bass wird mit Stärke und Dominanz verbunden. Apropos Bass, mit welcher Band wurde Sid Vicious als Bassist weltberühmt? Sex Pistols. Sex Pistols ist richtig! Boah. 4-3 für Stefan. Nächste Frage. Die Griechen haben einen genialen neuen Plan, um Geld in die Staatskasse zu spülen. Sie wollen in Zukunft ihre Polizisten an Privatleute vermieten. Kein Scherz. Kostenpunkt, passt bitte genau auf. 30 Euro für einen Polizisten pro Stunde. Wer den Polizisten samt Auto möchte, zahlt 70 Euro. Den passenden Hund gibt es für 20 Euro extra. Ein Polizist mit Motorrad kostet 50 Euro. Was muss ich zahlen, wenn ich einen Polizisten mit Auto und Hund für eine... 120. Das ist falsch. Ah, die Kacke. Du hast noch 5 Sekunden, wenn du willst. Ich weiß auch nicht, wie es zu Ende geht. Ah, ich weiß es. Willst du nicht zocken? Punkt hast du ja schon bekommen. Mann. Nee, da kann ich nichts riskieren. 90 Euro wäre es gewesen. Polizist mit Auto und Hund. Ich dachte, da kommen noch mehrere Stunden. Nee, aber Punkt hast du bekommen. 4-4 steht es. Es bleibt spannend. 7 Punkte. Ja. Dann hat man dieses Spiel gewonnen. Frage Nummer 10 haben wir inzwischen. Durch welche Sportart wurde Bibiana Steinhaus bundesweit bekannt? Fußball. Fußball ist richtig. 4-4. Genau. Ah, Schiedsrichterin, ja. Nächste Frage. An diesem Wochenende gehen in vielen Bundesländern die Osterferien zu Ende. Während Autoreisen in Deutschland oft Vollgas fahren können, müssen sie in Österreich ordentlich auf die Bremse treten. Wie schnell darf man auf österreichischen Autobahnen mit dem Auto maximal fahren? Macht zocken wenig Sinn. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich auch nicht. Zocken will keiner. So oder so. Also ich hätte 2. Ja. 2 ist blöd, ich brauche eine. Will aber keiner, dann löse ich mal auf. 130. Ja, 120 oder 130. Ja, 120 oder 130. Rein führt immer noch 5-4. Braucht noch 2 Punkte. Nächste Frage. Wie heißt die längste Straße Manhattans? Den Namen der Straße habt ihr alle schon mal gehört. Broadway. Der Broadway ist richtig. Yes! 5-5. Nächste Frage. Vor 25 Jahren starb der wohl berühmteste Tierfilmer Deutschlands, Bernhard Tschimek. Für seine Tierdoku Serengeti darf nicht sterben bekam er 1960 sogar den Oscar. Frage, die Serengeti grenzt an welchen riesigen Fluss? See, Entschuldigung. Bitte? Riesigen See, kein Fluss. Viktoriasee. Das ist richtig. Habe ich dich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, das tut mir leid. See war natürlich gesucht. Aber. Nächste Frage. Stefan führt 6-5. Braucht noch einen Punkt. In der Serengeti leben unter anderem viele Löwen. Dazu meine Löwenfrage. Wie heißt der kleine Löwe und angehende König? Kimba.
Kimba ist falsch. Punkt an Reint. Und wenn Reint jetzt weiß, wen ich suche, dann hat er dieses Spiel gewonnen. Du hast 5 Sekunden Zeit. 5, 4, 3, 2, 1. Nein. Achso, du wolltest. Ich wollte drücken. Simba. Ich wollte. Es ist. Nee. Es ist zu spät gewesen. Es tut mir leid. Aber Reint, ich wollte buzzern. Nein. Es war zu spät. Hat schon blockiert der Buzzer. Tut mir leid. Du warst bei 1. Nein, aber Simba wäre zwar richtig gewesen. Aber bei 1 habe ich gebuzzert. Also, Entschuldigung. Es gab mal diese Serie, die hieß Kimba. Kimba ist der. Ja. Nein. Kimba ist der weiße Löwe. Kimba ja. ist der weiße Löwe. Ich weiß. Und Reint. Dachte, du meinst, der war aber auch klein. Ich habe runtergezählt, Reint, tut mir leid. Und. Aber ich dachte, ich hätte bei 1 gebuzzert. So, nächste Frage. Entschuldigt, Kinder. Ja. Ich bin normalerweise immer auf der Seite des Kandidaten, das wisst ihr, aber diesmal tut mir leid. So, nächste Frage, bitte wieder konzentrieren. Auch ich muss mal streng sein. Welches hohe politische Amt bekleidet Sergej Lavrov? Weiß keiner? Nein. Dann löse ich auf. Außenminister von Russland. Okay, alles klar. Es bleibt bei 6-6. Sehr spannend. Nächste Frage. Welche Berufsgruppe bekomme ich ab nächster Woche ans Telefon, wenn ich die Nummer 116111... Ärzte. Das ist richtig! Ist da nochmal alles gut gegangen? Ja. Ja, musste. Nein, das war ja richtig. Absolut richtig. Das hast du richtig entschieden. Ja. Aber im Endeffekt hat Reint ja den wichtigen Punkt gemacht. Ein Glück. Wie Herr Ebbers damals. Zugegeben, Hand aber doch noch gewonnen. Vielen Dank. Ja, kein Problem. Sehr gerne. Tschüss. Schönen Abend noch. Wow, das war ganz knapp. Und das bedeutet für den Gesamtpunktestand Folgendes. Simba. Reint übernimmt wieder die Führung mit 41-37. Und hier geht es weiter mit Spiel 13. Und das heißt Schnipski und wird jetzt aufgebaut. Dieses Spiel haben wir in Polen geklaut. Klingt auch witzig. Ist also, es so? Gibt es ja. das? Ja, es gibt es, aber da malen die mit Kreide auf dem Boden einen Kreis. Wir haben extra dafür, für unsere Interpretation von Schnipski, etwas aufgebaut. Sieht aus wie eine Bar und ich erkläre euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Es gibt 2 Spielsteine, einen in Schwarz und einen in Weiß. Ihr müsst ihn von hier hinter der Startlinie einmal obenrum in das Zielfeld schnipsen. Okay. Der Spielstein muss komplett über die Ziellinie rüber und in diesem Feld liegen bleiben. Und wenn der hier drauf ist, dann muss ich halt nochmal schnipsen. Musst du nochmal schnipsen, dass er hier drin liegen bleibt. Der darf nicht runterfallen. Fällt er runter auf dem Weg in das Zielfeld, müsst ihr wieder hinter der Startlinie beginnen. Okay? Ihr seid immer nacheinander am Zug? Hier, ja. Macht er schon hier. Ihr seid immer nacheinander am Zug. Ja, und jetzt hast du auch. Nee, jetzt hört doch mal geschnipst. Auf. Er hat geschnipst, du hast geschoben. Angefangen. Er hat geschnipst, du hast angefangen. Also, ihr seid immer nacheinander am Zug und spielt natürlich auf einer Spielfläche. Das bedeutet, sollte Reint mit Weiß spielen und Stefan ist hier, darfst du ihn auch runterschnipsen. Okay. Was du aber nicht machen darfst, ist. Zurück. Zurückschnipsen. Also immer nur sozusagen in Fahrt, in Schnipsrichtung schnipsen. Okay. Ja? Ja. Und mehrere Runden oder was? Wir spielen Best of 3. Das heißt, der erste von euch, der 2 Runden gewinnt, gewinnt auch dieses Spiel. Und wir entscheiden per Münzwurf wieder mal, wer beginnt. Und beim nächsten Mal fängt aber der andere dann an. Ja. Genau, immer abwechselnd. Ja. Also, welche Farbe möchtest du? Ich sag mal weiß. Würdest du mir weiß geben? Sind die gleich schwer, die Steine? Die sind gleich schwer. Darf ich das mal gerade prüfen? Ja, das ist ja. Möchtest du dann in der Hand? Musst du jetzt dahinter liegen oder davor liegen? Also, du kannst ihn so ranlegen, aber nicht drüber. Okay.
Spiel Nummer 13 heißt Schnipski. Stefan beginnt. Also 41 zu 37 Gesamtführung. Wenn er runterfällt, muss ich wieder vorne anfangen oder genau. Bin ich raus? Nee, dann musst du vorne wieder anfangen. Okay. Es geht darum, wer als erstes seinen Spielstein auf die Zielfläche bringt. Also wir sind bei Spiel 13 okay. An diesem Abend bei Schlag den Raab. Das nächste, das 14. Spiel ist auf jeden Fall. Wenn er meinen jetzt runterschießt, muss ich wieder hin. Egal, anfangen. Wer hier jetzt gewinnt. Okay. Der Sieger hat dann Matchball im 14. Spiel. Aber so weit sind wir noch nicht. Schauen wir erstmal, wer solche Spielchen früher in der Schule zum Beispiel häufiger gemacht hat. Mit Fingerspitzengefühl. Schnipski. Oh, das war jetzt aber nicht wirklich Fingerspitzengefühl. Den musst du wieder zurückbringen. Der fliegt ja fast aus dem Studio. Ich sag, und das gibt Raab natürlich die Gelegenheit, jetzt etwas vorsichtiger zu agieren. Du kommst bitte jemand nach hinten, genauso wie Stefan auch gleich. Jetzt hat er quasi, wenn er nicht auch noch runterfällt, diesen einen Durchgang, diesen einen Versuch Vorsprung. Oh, und das macht er gut. Das macht er gut. Jetzt kann er gleich gerade spielen und setzt natürlich rein. Stefan bleibt der schon ein bisschen schnuppert an den 1,5 Millionen Euro unter Druck setzen. Ich habe das Gefühl, das hat er noch nicht so oft gemacht. Ja, jetzt etwas vorsichtiger. Aber wie gesagt, Raab hat für diesen ersten Durchgang alle Trümpfe in der Hand. Er darf nur eben jetzt nicht von der Oberfläche runterrutschen. Also er muss jetzt ein bisschen vorsichtig agieren. Aber in solche Spiele kann er sich ja wirklich reinfuchsen. Ja, macht er gut. Und wie gesagt, der Druck ist jetzt auf Rhein. Der muss hinterherkommen. Ach komm. Oh je, und jetzt muss er wieder zurück zur Ausgangsposition. Wenn Raab jetzt nicht irgendein ganz, ganz blöder Fehler unterläuft, dann müsste er diesen Durchgang für sich entscheiden. Denn logischerweise muss ja auch Rhein da immer wieder um die Kurve. Jetzt kann er es vorsichtig machen, aber das ist natürlich jetzt eine Riesenanspannung. Das werden die beiden längst durchgerechnet haben, dass der Sieger dann beim nächsten Spiel Matchball spielt. Oh, das war natürlich... Ist geschnipst. Nur ganz leicht geschnipst, aber das tut ihm noch nicht besonders weh, weil, wie gesagt, Rhein jetzt wieder vom Startpunkt aus loslegen muss. Er weiß noch nicht so recht, wie er das machen soll. Muss natürlich jetzt direkt möglichst weit, klar. Mit so einem Vorsichtsschnipser kann er jetzt nichts mehr reißen. Der ist gut. Boah, das ist, die sind so leicht, die Teile. Das ist, echt Stefan ganz schwer zu Stefan, komm mit hierher, einmal aus Rheins Blickfeld, dann kann er da. Wird doch nicht versuchen, den mit Spin um die Kurve zu schnipsen. Möglichst weit nach vorne, dass er dann gerade beim nächsten Versuch spielen kann. Also jetzt, also wenn das, wenn dieser Durchgang jetzt nicht an Raab geht, dann weiß ich gar nichts mehr. Also wie gesagt, er kann das jetzt relativ vorsichtig angehen. Darf noch ist Stefan nicht da und bei Stefan einfach jetzt nicht überdrehen, darf nicht zu forsch schnipsen. Ja, das kann er sich erlauben. Stefan, komm bitte einmal hier auf diese Seite. Einfach nur der Fairness halber. Also für alle, die das zu Hause nachspielen wollen. Willst du den Hocker wollen, da haben zum Setzen? Bitte? Willst du? Ja. Okay, warte, ich hole das mal spielen. Auf der Bar, im Wohnzimmer, in der Küche, wenn man Freunde einlädt, für ein feines Gesellschaftsspiel. Einfach sagen, lass uns doch Schnipski spielen.
Nur wird es da dann nicht um 1,5 Millionen Euro gehen. Raab nähert sich der Zielzone auf dem Weg, Durchgang 1 zu gewinnen. Da, man sieht, gerade hat man es gesehen, die von uns aus gesehen jetzt rechte, aber es ist seine linke Hand, wie sie zitterte. Er drückt sie jetzt gegen den Tresen und schnipst wieder runter. Also, dein Spielstein. Puh, jetzt kann er eigentlich langsam dahin kommen, einfach ein bisschen das Gefühl fürs Schnipsen zu entwickeln, dann für die nächsten Durchgänge, wenn es denn noch mehrere gibt. Raab hat den ersten auf dem Tablett liegen. Kann das ja locker angehen, muss den ja jetzt gar nicht in die Zielzone schnipsen. Naja, macht er natürlich vorsichtig, ist ja klar. Nicht zu viel, nicht zu viel. Und er auf der anderen Seite muss jetzt mit Vollgas möglichst weit hinten bis an die Kante. Er hat das noch nicht raus. Sieht man, da fast wieder runter. Gibt's das denn? Alles noch gut? Ist es die Nervosität? Ist es die Anspannung? Bitte? Du hast ihn gerade schon geschnipst. Ich habe den berührt, ja, den Zeigefinger. Ja, aber er hat sich bewegt. Na komm. Es ist so, wie es ist. Aber berührt heißt nicht geschnipst. Das Spiel heißt ja nicht Berührski, sondern Schnipski. So. Komm. Ich guck da ganz genau hin, Stefan, mach dir mal keine Gedanken. Ich schaue auch, ob er Berührski oder Schnipski spielt. Da entwickelt sich eine große Freundschaft gerade zwischen Steven Gätchen und Stefan Raab. Aber sobald er da mit der Fingerspitze an den Stein kommt, gilt es als geschnipst. Das war Schnipski, aber leider zu deutlich. Gibt es das denn? Gibt es das, dass er das nicht raus hat? Nochmal, ist ja nichts verloren hier beim Schnipski, aber Rein muss da jetzt irgendwie was ändern. Puh. Zu lange Fingernägel hat er nicht. Daran kann es nicht liegen. Ja, aber das, was macht der denn da? Warte. Lässt den Finger da richtig losflitschen, ist doch klar, dass das Ding dann abhaut. Gibt's das denn? Ja, schwarz auf schwarz ist schwer. Doof. Danke. So, Raab mit der Gelegenheit, jetzt den ersten Durchgang dicht zu machen, denn überraschenderweise kann Rein da nicht mehr nachziehen. In einem den Parcours zu bewältigen, ist nicht möglich. Aber Raab lässt sich noch ein bisschen Zeit. Sicher ist sicher, wenn du zu fest machst, dann geht er vielleicht. Es geht darum, in die Zielfläche zu kommen, wann du es machst und wie du es machst. Aber er muss jetzt, Rein, der Mann, für den es um 1,5 Millionen Euro geht, der muss jetzt irgendwie rausfinden, wie das funktioniert. Da wirst du doch bekloppt, wenn man das sieht. Das gibt's doch gar nicht. So, ja. Okay. Es geht nicht mehr darum, diesen Durchgang zu gewinnen. Jetzt stelle man sich vor, Raab würde den jetzt ins Ausschnipsen. Das noch nicht drüber. Er natürlich gesagt, in keinem Fall. Der Spielstein muss über der Ziellinie auf der Zielfläche liegen bleiben. So, und jetzt Raab ins Ziel, da kann ja nichts mehr passieren, dann hat er den ersten Durchgang. Jetzt ganz kleiner, leichter Pizzi-Schnipsi, oder? Ja? Schnipski, Pipski. Hast du schon einen Berührski? Berührski, ja. Was immer du machen willst. Yes! Ein Berührski. Der erste Punkt für Stefan. Wir spielen Best of Three, das heißt, sollte Stefan den nächsten Lauf sozusagen gewinnen, gewinnt er auch dieses Spiel. Und du beginnst, was Stefan eben vorgelegt hat. Möchtest du deinen Spielstein haben? Ja, bitte. Lange? So, jetzt also Runde ist zwei. Es an der Zeit. Jetzt muss er, wie man so schön sagt, eine Einstellung zu diesem Spiel entwickeln. Gefühl. Fingerspitzengefühl. Der Raab wird doch nicht. Er wird doch nicht. Er versucht entweder den schwarzen Spielstein von Rein runterzuschießen oder aber kann er nicht da einen Berührski, ihn so dicht ranzulegen, nee, dass. Wenn er jetzt mit seiner Hand Berührski macht, dann was ist denn das? Dann, das ist ein Fehlversuch. Ne? Dann, bist dann du ist das dran. Ein Fehlversuch für ihn. Okay. Also, er hat versucht, den Stein so dicht an Reins zu legen, dass der Probleme hat, ranzukommen mit den Fingern. Jetzt nur nicht zu fest, junger Mann, nicht zu fest. Das war ein bisschen arg locker. Aber er wird natürlich im Hinterkopf haben, erstmal nicht runterzufallen hier vom Tresen.
Also, dass der Stein nicht runterfällt. Raab. Ich habe immer das Gefühl, ja, er will es einfach dem Gegner schwer machen, aber da kommt Reint gut ran. Da gibt es Fehlversuchski. Okay, ich sehe das genau. Ich sehe das. Also ich muss aber aufsetzen, weil... Sonst ja, du musst auch, aber du darfst ihn ja nicht berühren. Berührski, Nixi. Guck bitte einer mit hier, sonst nehme ich ihn nachher... Ich guck. Hat er gut gelöst, ohne Rabstein zu berühren. So, also wie gesagt, es besteht auch die Möglichkeit, mit dem eigenen Stein den anderen vom Tresen zu schubsen. Dann muss der Gegner wieder vom Startfeld aus beginnen. Aber Raab hängt jetzt ein bisschen hinterher. Das ist eine ganz gute Situation jetzt für Reint. Jetzt nur nicht wieder zu fest. Nicht wieder den Finger schnappen lassen. Er ist extrem vorsichtig jetzt. Aber natürlich besser, als wir das vorher beobachten konnten. Aber was macht der Filou Stefan Raab? Es tut mir leid, Reint, aber ich werde ihn halt nicht los hier links. Ja, schon okay. Also er darf den weißen Stein nicht berühren. Ansonsten Fehlversuch. Du willst ihn quer rüberschießen? Über die Luft? Ja. Wenn man ihn jetzt durch die Luft zwirbelt und der fällt drüben wieder drauf, gilt auch? Ja. Dann mache ich das, Gott sei Dank. Das war mir klar. Warum habe ich es nur gesagt? Und wieder lässt. Ich werde das im Leben nicht begreifen. Natürlich spricht sich das von hier oben leicht, keine Frage. Drin. Aber er hat doch auch bei Raab beobachten können, wie man das relativ sanft macht. Und schon Raab mit der Riesenchance, sich hier Schnipski zu holen und damit wieder an diesem Abend in Führung zu gehen und sich einen Matchball zu holen. Und jetzt sieht es sehr, sehr gut aus für Raab, der ja hier in diesem Durchgang nachlegt. Wieder einmal ein ganz besonderer Abend bei Schlag den Raab. Knieverletzung, Meniskusprobleme bei Stefan Raab schon in Spiel 3 beim Speerwerfen. Oh, das war ein bisschen arg vorsichtig. Gewinnt mit dem kaputten Knie Kegeln. Raab ist noch voll drin in diesem Abend. Im Moment führt der Mann, der gerade hier geschnipst hat, Reint mit 41 zu 37. Und er kann 1,5 Millionen Euro gewinnen. Und genau das ist sein Problem. So, das gibt Reint die Chance, hier zurück in diesen Durchgang zu kommen. Jetzt nur nicht wieder so einfach losschnapsen. Er klemmt den immer am anderen Finger ein und dann flutscht das Ding mit zu viel Schwung. Das ist wirklich ganz interessant. Ja, jetzt hat er es richtig gemacht. Bisschen vorsichtiger, aber er ist da schon wieder nah am Abgrund, im wahrsten Sinne des Wortes. Am Sonntagmorgen
Wir spielen Schnipski. Er ist noch drin in diesem Durchgang, aber jetzt muss er, ich hätte fast gesagt, ein paar Meter machen, das ist übertrieben, aber er muss nah ran an seinen Stein. Ja, ist noch im machbaren Bereich und setzt Raab natürlich ein klein bisschen unter Druck, dass er etwas mehr riskieren muss. Um die Kurve muss er noch rum. Also so spielen, dass er beim nächsten Mal kerzengerade schnipsen kann. Ja, der ist gut. Und jetzt muss er wieder möglichst dicht ran. Oder vielleicht sogar einfach irgendwann in die Position kommen, dass er zumindest die Möglichkeit, die Chance hat, Raab noch vom Tresen zu schnipsen. Auch das ist ja ein taktisches Mittel. Also er muss dicht ran. Jetzt ist wieder sowas wie komplett Verunsicherung im Gesicht abzulesen. Er bleibt vorsichtig. Zu vorsichtig. Sehe ich das richtig? Er hat ja jetzt angefangen. Ne? Ja, ist ja egal. Es geht ja darum, wer in die Zielfläche reinkommt. Ja, genau. Aber er hat ja angefangen. Wenn er reinkommt, habe ich ja immer noch den Nachschuss. Nee, es gibt keinen Nachschuss. Er ist ja runtergefallen. Wer zuerst in der Zone ist, hat gewonnen. Ach so, okay, ne? Alles klar. Okay. So, wenn er jetzt mutig ist und ganz dicht ans Zielfeld rankommt, ja, das ist schon eine gute Ausgangsbasis. Diesmal wird er, wenn Reint hier nicht ein großer Fehler unterläuft, allerdings nicht so viel Zeit haben wie im Durchgang vorher. Er hadert mit sich und seinen Fingern. Angst, Essen, Leichtigkeit auf, die ist ihm hier komplett abhanden gekommen. Fast schon ein bisschen Frust. Aber das ist ganz gut. Aber jetzt bin ich gespannt, ob Raab aufs Ganze geht oder ob er vorsichtig an die Zielzone sich ranschnipst. Also, nochmal, um yes! klarzustellen, wer zuerst in der Endzone ist, gewinnt Schnipski und Raab gewinnt das ganze Spiel, denn er hatte den ersten Durchgang für sich entschieden. Ui, ui, ui. Yes! Spiel 13, Schnipski oder wie Stefan es in Zukunft nennen wird, Berührski, hat er gewonnen und wir schauen uns den Gesamtpunktestand einmal an. Und sehen, Stefan führt mit 50 zu 41. Das bedeutet, unser nächstes Spiel ist ein Matchballspiel. Für Stefan und es heißt so. Wer lügt? Und das spielen wir hier am Pult. Es geht nach wie vor um 1,5 Millionen Euro und das sind die Regeln. Ich stelle eine Behauptung auf und nenne euch nacheinander 10 Antworten, die teilweise auf die Behauptung zutreffen oder schlicht und einfach gelogen sind. Wenn ihr meint, die teilweise auf die Behauptung zutreffen oder gelogen sind. Wenn ihr meint, ihr habt eine Lüge gehört, betätigt ihr den Buzzer. Habt ihr bei der Lüge gebuzzert, bekommt ihr einen Punkt. Andernfalls bekommt der Gegner einen Punkt und die Behauptung ist aus dem Spiel. 6 Punkte müsst ihr erspielen und dann gewinnt ihr Spiel 14. Also nach der ersten erkannten Lüge ist das Spiel weg. Genau. Okay. Es gibt eine festgelegte Zeitspanne pro Behauptung, während der ihr buzzern müsst. Danach kommt automatisch die nächste Behauptung. Man kann nicht rückwirkend für eine Fehlbehauptung buzzern. Okay. Ja? Und wenn das sich gerade überschneidet, du drückst und es springt in dem Moment um? Pech.
Okay, das ist Pech. Da gibt es eine gewisse Anzahl, die Zeit da steht, die irgendwie. Ich zeig's euch mal. Wir haben ein Beispiel. Wir haben ein Beispiel, dann wird alles wie immer super klar. Das hier ist die Behauptung. Ich wohne in Entenhausen. Wer lügt? Donald Duck. Ah, klar, ist klar, man kann da sehen. Okay, da seht ihr den Balken, das ist die Zeitspanne, in der ihr drücken müsst. Gustav Ganz. Gundula Gause. Ja, Rein. Gundula Gause wohnt nicht in Entenhausen. Das wäre eine Lüge gewesen, der erste Punkt für dich. Alles klar? Obwohl, man ist sich nicht sicher. Nee, das stimmt. Es gibt viele Leute, die manchmal in Entenhausen wohnen und dann wieder ausziehen. Also alles verstanden? Yes. Spiel 14, ein Matchballspiel für Stefan. Es heißt, wer lügt? 6 Punkte braucht ihr, um es zu gewinnen. Und hier kommt die erste Behauptung. Ich war Spieler des FC Bayern München. Wer lügt? Lukas Podolski. Ach, nein. Okay, du hast deinen Fehler erkannt. Er war ja beim FC Bayern München. Insofern war das keine Lüge. Punkt für Stefan. Weiter geht's. Die nächste Behauptung. Ich bin eine Millionenstadt, also eine Stadt mit mehr als 1 Million Einwohnern. Wer lügt? Barcelona. Melbourne. San Francisco. Mailand. Reint sagt, das ist eine Lüge, es ist keine Millionenstadt. Kann sein. Das ist knapp, falsch. Ist knapp, ja. 1,3 Millionen Menschen leben in Mailand. Der zweite Punkt für Stefan. Habe ich nach Rom die zweitgrößte? Oder Neapel? San Francisco war schon falsch. War, ist keine Millionenstadt? 800.000 Menschen. Ach, guck mal an. Es geht weiter. Haben die denn da so viele Häuser? Hier kommt die nächste Behauptung. Ich bin ein Tanz. Wer lügt? Mambo. Fandango. Mazurka. Lambada. Lumumba. Reint sagt, das ist kein Tanz und damit hast du natürlich recht. Was ist denn Lumumba? Es ist ein Getränk. Es ist ein Getränk, ah. Der erste Punkt für Reint. Wusste ich nicht, dass das ein Getränk ist. Weiter geht's. Hier kommt die Behauptung. Ich war 2011 einer der 10 beliebtesten Vornamen für Jungen laut Gesellschaft für deutsche Sprache in Deutschland. Wer lügt? Kevin. Emil. Reint sagt, das ist falsch. Es ist eine Lüge und du hast recht. Zweiter Punkt für Reint. Kevin war eben auch schon falsch. Kevin war auch schon falsch. Ja. 2-2. Es geht um 6 Punkte. Dann hat man dieses Spiel gewonnen. Matchballspiel für Stefan oder die Möglichkeit für Reint, ihn zu überholen. Die nächste Behauptung. Ich war Sprecher der Tagesschau. Gemeint sind Sprecherinnen und Sprecher. Also wer lügt? Wir sprechen über... Warte. Okay, wir zeigen es noch nicht. Was? Wir sprechen... Wir meinen Tagesschau, nicht Tagesthemen. Ich war Sprecher der Tagesschau. Ne? Ja. Tagesschau. Tagesschau. Tagesschau, Sprecherinnen und Sprecher. Tagesschau ist Nachtmagazin, ist das Tagesschau? Nein, Tagesschau. Es gibt eine Sendung, okay. Die heißt Tagesschau. Alles klar. Okay. Davon reden wir. Also das ist die Behauptung, wer lügt? Karl-Heinz Köpke.
Eva Herrmann. Wilhelm Wieben. Susanne Starnke. Reint sagt, nein, sie war keine Sprecherin der Tagesschau. Das ist falsch. Sie war Sprecherin der Tagesschau, damit Punkt für Stefan. 3-2. Wir spielen immer noch bis 6. Das ist die nächste Behauptung. Ich bin eine Region in Frankreich. Wer lügt? Bretagne. Burgund. Lothringen. Auvergne. Piemont. Das ist Italien. Ja. Stefan sagt, das ist in Italien und das ist korrekt. Das war eine Lüge. Punkt für Stefan. 4-2. Die nächste Behauptung. Ich bin ein Band der Asterix-Reihe. Wer lügt? Asterix bei den Schweizern. Reint sagt, das war kein Band. Das ist leider falsch. Ach, Mann. Es war ein Band in der Asterix-Reihe. Damit der 5. Punkt für Stefan. Matchball im Matchballspiel. Stefan, solltest du jetzt den nächsten Punkt machen, gewinnst du die heutige Show. Ansonsten kommt Reint ein bisschen näher, vielleicht an die 1,5 Millionen Euro. Die Behauptung lautet, ich bin eine Quadratzahl. Wer lügt? 4. 64. 6.400. 100. 999. Reint sagt, das ist keine Quadratzahl und du hast recht. Den ersten Matchball hat Reint somit abgewendet. Es steht nur noch 5-3 für Stefan. Wir kommen zur nächsten Behauptung. Die lautet, ich war Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland. Wer lügt? Hans Eichel. Franz Josef Strauß. Jürgen Möllemann. War Wirtschaftsminister. Stefan sagt, das ist falsch. Wenn du das richtig getippt hast, gewinnst du die Show. Ansonsten verkürzt Reint ein weiteres Mal. Und wir lösen das Ganze auf. Und Stefan hat recht. Ja! Ja! Damit gewinnt Stefan die heutige Show, meine Damen und Herren. Und damit geht es beim nächsten Mal um sage und schreibe. Rein, tut mir leid. Alles gut gegeben, alles gut gefightet. Um 2 Millionen Euro.